Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade V5 Blood and Sand. Heute mit dabei eine hüpfende Feramin als Samantha. Hallo. Ja, wir spielen über Skype NDI und das wird heute noch ganz, ganz oft passieren, dass hier Leute aus den Rahmen hin und her hüpfen. Das lässt sich nicht abstellen, aber gut. Noch mit dabei Araiguma, der spielt nämlich Aisea. Hallo zusammen. Und Kako spielt Bruce. Nabönd. Und Lilio ist nicht über Nacht bärtiger geworden, sondern das ist Rerion, der spielt nämlich Ronan. Hey. Hey, ja. Wir befinden uns immer noch in der World of Darkness zum 2018 sind wir noch. In der Stadt, die keinen Namen hat, gelegen im Bundesstaat Texas in den USA, nah an der Grenze zu Mexiko. Und unsere Vampire sind alle relativ frisch in der Stadt und haben schon einiges durchmachen müssen und durchgemacht. Samantha ist mit ihrem Klüngel hier angekommen, der sich inzwischen auch Dr. Angela, der die Brucha angeschlossen hat. Aisea ist angekommen als Strafversetzung seines Clans und hat den Auftrag bekommen, die Geschehnisse in der Stadt zu untersuchen und sicherzustellen, dass der Clan Ventru an der Macht bleibt oder kommt. Wenn die Macht kommt. Kako ist als Bruce ein bisschen leid geprüft, denn er ist mit einer Sire gesegnet, die in der Stadt kein gutes Standing hat, nämlich eigentlich an die Inquisition wohl verkauft worden ist, ausgebrochen ist und Bruce zu ihrem Kind gezeugt hat, als ihr Kind gezeugt hat und nun mit Bruce in ein neues Häuschen gezogen ist beim letzten Mal. Immerhin, schöne Sachen. Ja. Häuschen finanziert durch das Geld eines alten rumänischen Vampirs, der sich ebenfalls in der Stadt befindet. Ja, und Ronan ist ebenfalls relativ frisch in der Stadt. Gut ein halbes, dreiviertel Jahr. Ist mit einem merkwürdigen Bus in die Stadt hineingekommen und hat entdeckt, oh, ich kann die Stadt nicht verlassen. Denn das ist auch eine Sache, die diese Stadt kennzeichnet. Vampire können aus irgendeinem mysteriösen Grund diese Stadt nicht verlassen. Und so muss sich Ronan engagieren oder arrangieren mit den örtlichen Gegebenheiten. Hat eine Privatdetektei aufgemacht und das letzte Mal, wo wir ihn gesehen haben, einen Auftrag bekommen von einer älteren Dame, deren, das war es, glaube ich, Schwiegertochter oder so. Genau. Ja, von auf mysteriöse Weise umgekommen ist und die Anzeichen klingen für Ronan ganz schwer nach Vampir, der nicht unbedingt aufgepasst hat. Auf jeden Fall will die Polizei dann nichts machen oder macht nichts und Ronan soll untersuchen. Und wir haben beim letzten Mal, glaube ich, da geendet, dass unsere Vampire die Bürgermeisterwahl beeinflusst haben. Aisea mit seinem großen Auftritt durch Gedankenmanipulation hat er den Gegenkandidaten des amtierenden Bürgermeisters unter seinen Willen gezwungen. Und hat ihn zum Aufgeben animiert. Und ihr habt dabei auch noch festgestellt, dass der Bürgermeisterkandidat wohl ein Ghoul von einem Brucha ist. Obwohl in der Stadt eigentlich keine Gangrel und Brucha mehr da sein sollten. Also Gangrel außer Bruce und seine Sire. Das war schon mal sehr eigenartig, aber dieser Brucha hatte allerdings, das ist zufällig auch der Sire von Dr. Angela. Der scheint irgendwie nichts drauf zu haben, denn hat einfach mal eben so ihn auch unter seine Kontrolle gezwungen und der war ziemlich klein mit Hut und hat euch nicht viel entgegenzusetzen gehabt.
Sam hat beim letzten Mal ordentlich ihre mentalen Kräfte unter Beweis gestellt und ganz vielen Menschen das Gedächtnis gelöscht. Zumindest die letzten 5 Minuten. Und ja, wir waren dabei geendet, dass ihr von dieser großen Wahlparty, wo dann die Bombe in Anführungsstrichen geplatzt ist, dass der Bürgermeisterkandidat aufgibt, wieder zurück in eure jeweiligen Havens gegangen seid. Samantha in das Motel, was auch nicht mehr lange wohl euer Zufluchtsort sein soll, denn ihr habt ihr euch auch schon ein bisschen umgeguckt. Und Isaiah in seine Kanzlei, Bruce in sein neues Häuschen. Und zwischendurch ist Samantha auch noch aufgefallen, dass ihr dass ihre Arrangement, was sie mit ihrem Sire Andrew getroffen hat, der wollte sich nämlich aufschreiben, bestimmte Dinge aufschreiben, damit er die nicht vergisst. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Nur habt ihr dieses Büchlein, in das er das aufschreibt, versteckt. Und Samantha hat entdeckt, dass dieses Versteck wohl korrumpiert ist. Und die neue Idee ist jetzt, dass er das nicht mehr in ein Buch schreibt, sondern mit irgendwie fest wasserlöslichem irgendwas auf Samanthas Rücken schreibt. Genau, der Dicke, auch ebenfalls ein Nosferatu, der zum Klüngel gehört, der hat das Buch allerdings gemobst. Das weiß allerdings niemand. Tja, zumindest nicht von diesen hier anwesenden Vampiren weiß es niemand, wer das gemobst hat. Ja, und ein kleiner Hinweis noch vorneweg. Wir spielen in der World of Darkness. Es könnte zu Themen und Szenen kommen, die nicht sonderlich schön sind. Wir spielen hier kein Little Pony Fluffy Spiel. Wir spielen Vampire, Kreaturen der Nacht, Monster in Menschengestalt, die Blut trinken. Aber es ist ein Spiel. Bitte trennt davon, dass wir trennt das. Wir sind eigentlich alle ganz nette Leute und wir würden das, was die Charaktere hier tun, denn wahrscheinlich niemals, wenn sie denn was Böses tun, selber machen. Ja, falls ihr irgendeine Szene habt, wo ihr denkt, oh, das triggert mich, einfach ausschalten, guckt was anderes, nehmen wir euch nicht krumm. So. Ja. Isaiah hatte immer noch keine richtige neue Tür, genau, wenn ich das hier schon mal im Chat, ich finde das gut, dass der Chat mit resümiert, das ist ganz gut. Die war ja von Dr. Angela in einem rasenden Effekt einfach mal aus den Angeln gerissen worden. Ich glaube, wir starten einfach einen Tag später. Das heißt, wir haben es jetzt den Wahltag. Wir müssten es den 27. Oktober haben, wenn ich unsere Aufzeichnungen hier richtig deute. Moment. Wo sind die Aufzeichnungen? Hier. 27. Oktober passt. Genau, der 27. Oktober 2018, Wahltag. Und natürlich überall in den Medien großes Bohai. In sämtlichen Zeitungen, überall im örtlichen Fernsehen die große Schlagzeile, dass der Bürgermeisterkandidat aufgegeben hat. Und auch nichts weiter dazu gesagt hat, einfach ich gebe auf, ich lege meinen Posten nieder, irgendwie dann nicht mehr für die Medien zu sprechen war, sich zurückgezogen hat. Und natürlich jetzt ist nicht mehr richtig zu einer Wahl kommt, weil irgendwie kein Wahlkandidat mehr zur Verfügung steht. Und dadurch erstmal bis ein neuer Wahlausschuss festgelegt wird, der alte Bürgermeister, der neue bleibt. Also die Wahl ist jetzt nicht automatisch abgesagt und auch nicht der alte Bürgermeister automatisch weitergewählt, sondern man gibt der gegnerischen Partei natürlich die Zeit, nochmal einen neuen Kandidaten zu stellen. Aber euer Auftrag war ja, die Wahl so zu manipulieren, dass der alte Bürgermeister der neue wird. Und das habt ihr zumindest geschafft.
Und ich denke mal, wir starten bei Aisea zu Hause Jawohl. in seiner Kanzlei. Du hast ja also viele Dinge unternommen, damit ja kein Sonnenlicht an dich herankommen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal schon fürs Aufstehen gewürfelt hatten. Glaube nicht, dann würde ich sagen, mach das mal eben. Denn das innere Tier möchte ja gereizt werden, damit es den toten Körper wieder belebt. Ja, das ist mal ohne Probleme geschafft. Kein Hunger für Aisea. Easy. Easy peasy, genau. Und du erwachst und findest natürlich auf der, ich denke mal, dass Aisea eine Tageszeitung abonniert hat. Ja. Natürlich auf der Veranda irgendwie oder auf der Matte vor der zerstörten Tür eine Zeitung liegen oder ein Briefkasten oder ein Postkasten da, je nachdem. Wie sieht das bei Aisea aus? Hat er einen Postkasten oder hat er. Es gibt einen Briefschlitz an der Tür. Aber da passt ja normalerweise richtig so eine dicke Zeitung durch, ne? Nö, die wird meistens, da ist ja so eine Treppe, die quasi so halb runterführt, und wird dann einfach quasi die Treppe runtergeworfen, die Zeitung. Und er geht quasi vor die Tür. Also die Tür habe ich ja so notdürftig zugetaped, kratzt Ja. erstmal das Tape wieder ab, und greift sich dann die Zeitung. Okay. Liest. Ja, dann siehst du dir natürlich die Nachrichten, dass die Wahl halt heute nicht stattfinden kann, wegen, ja, was ich eben gesagt habe. Wie tragisch. Ja, also er zieht so ein bisschen so ein angepisstes Gesicht, so nach dem Motto, so, ah ja, also da hätte man auch direkt sagen können, die Wahl findet statt und der ist halt einfach nicht angemeldet und zurücktritt, dann gibt es ja keinen Gegenkandidaten, was soll das denn? Aber na gut, guckt so, liest so ein bisschen so die Details durch, zuckt dann ein bisschen mit den Schultern und sagt sie, ja, ich muss mich um diese Tür kümmern. Ja. Bestellst du dir einen Handwerker oder was machst du? Ja, gelbe Seiten. Ja, es ist natürlich ja, nachts, weil Vampire natürlich ja nur nachts sind. Handwerker, möchtest du Handwerker bestellen, die tagsüber das einfach ausbessern und dann gucken, dass du für eine Nacht woanders unterkommst? Oder möchtest du jemanden, der nachts arbeitet und dir die nachts irgendwie ranschraubt? Nö, die dürfen gerne tagsüber kommen. Ich rufe die quasi an und sage so, hey, hier, sieht folgendermaßen aus, Tür ist kaputt, und müssen neu eingesetzt werden. Rechnung schmeißen sie mir einfach in den Briefkasten. Und ich zahle dann per Überweisung. Ich werde leider nicht da sein, ich bin geschäftlich unterwegs. Bitte einfach machen und Schlüssel auch in den Briefkasten schmeißen. Okay. Ja, soll dir gelingen, ohne groß da jetzt was würfeln zu müssen oder so. Du wirst ja wohl da ein Unternehmen finden, dass das in den, ich denke nicht sofort jetzt, aber wahrscheinlich am nächsten Tag erledigt. Ist okay. Und was hast du sonst noch vor? Irgendwie eine Sache, die du erledigen möchtest? Ich möchte vor allen Dingen losziehen und die anderen suchen. Und mich Also mit denen zum im Motel. Motel treffen. Genau, weil ich denke, jetzt steht an, dass wir uns mal mit Veronica unterhalten. Genau, ja, ihr müsst ja Bericht erstatten. Ja. So ist es. Genau. Also fährst du los zum Motel. Alles Ganz genau. klar. Dann springen wir rüber in eine ganz andere Ecke der Stadt, in die Vorstadt, wo dieser Apartment-Block ist, dieses große viereckige Gebäude, fast in Würfelform, was so in vier Teile geteilt ist, wo vier Wohnungen quasi dran sind. Und eine davon gehört Bruce jetzt ganz neu und frisch. Und
Ja, beim letzten Mal hattet ihr euch ja irgendwie provisorisch, also du, dich und Anna sich selber auch in die, genau, das ist dein Hungerwurf, geschafft. Habt ihr euch da in diese merkwürdigen, lichtdichten Schlafsäcke verkrochen und am nächsten Morgen erwacht Bruce natürlich zuerst, weil Bruce, so viel sei verraten, wesentlich menschlicher ist als Anna. Ein wenig vermutlich. Was? Ganz kleines bisschen. Spoiler. What? Erzähl. Ja. Ich war gerade auch schockiert, ja. Ja, Bruce steht halt frühzeitig auf, die Sonne wird wahrscheinlich gerade noch so untergehen, so die, also ne, ist von am Horizont verschwunden, dann wacht er eben sofort auf, kann er halt. Und ja, Anna wird halt noch schlafen, er wird dann so ganz leise, wie er das von früher noch kennt, so im Familienhaus, so ganz langsam so, ja, dass die Dielen auch nicht knarzen, Tür zum Schlafzimmer und zumachen und dann ja, sich dran machen, die Sachen, die noch nicht ausgepackt sind, schon mal so weit auszupacken, dass halt, wenn Anna dann wach wird, dann alles fertig ist, so, wenn der der alte Campingtisch noch steht, die eine kleine Kommode, die er dann doch noch mitgenommen hat, dann aufgebaut ist und Sachen eingeräumt sind und so. Mhm. Und ja, wird dann halt die ganze Zeit da so, ja, seine neue Wohnung fertig machen. Und dann soll ich erstmal warten, bis Anna wach wird. Die Wohnung ist natürlich viel zu groß für das, was Bruce an Habseligkeiten mitgenommen hat. Es sieht so ein bisschen trostlos aus. Ja. Es ist ein absolut trauriger Anblick, ja. Das stimmt wohl. Ja. Ja, und dann irgendwann hörst du auch das laute Geräusch des aufreißenden Schlafsack-Reißverschlusses aus dem Nebenzimmer. Hm. Ja, ich habe halt das Schlafzimmer zugemacht. Oder Bruce hat das zugemacht. Und wenn sie dann heraustritt, wird sie Bruce auf einem Stuhl sitzend sehen, so mit den Armen so verschränkt auf diesem Campingtisch. Dann, ich habe sie bereits erwartet. Können wir dann... Ja, dann... Es ist halt alles soweit, also so wie so ein Single normalerweise machen wir das so aufgeräumt, so teilweise noch ein bisschen Wäsche so in die Ecke geschmissen, weil das merkt keiner, ist auch egal. aber halt an der Tisch ist alles aufgebaut und so, also das, was so an Gerätschaften mitgenommen wurde, ist halt alles... steht und vernünftig aufgebaut und die meisten Sachen so, also gerade die guten Sachen, die er noch von Pnava bekommen hat, ach nee, die habe ich in der Wüste gelassen, ne? Ist auch egal. Mhm. Ja, ist auch besser so. Dann halt die anderen schönen Sachen, die hat also seine ganzen 10 verschiedenen Hoodies, die alle schwarz sind, halt sorgfältig in seinen Schrank aufgegangen und dann steht er halt da und wartet so, ich habe bereits auf sie gewartet. Oh nein, Officer, habe ich etwas falsch gemacht? Lächelt sie und... Du bist eine furchtbare Schauspielerin. Komm her. Stich so auf. Und ja. Bruce wird sie dann kräftig mal drücken. Also so richtig dieser 1,90, bisschen größer Typ. Mhm. Packt sie halt und greift sie so richtig und drückt sie nochmal. Ja. Anna ist ja eine eher zierliche kleine Person. Ja. Ich ummantel sie quasi komplett. Ja. Danke nochmal, dass du das alles geklärt hast. Dass ich was geklärt habe. Du hast mit den Nachbarn gesprochen und. Ja, hab ich. Ja. Mhm. Er schaut sich schon mal so und meint, du hast alles ja schon fertig gemacht. Also. Naja, du bist ja den ganzen Tag weg. Also die Nacht. Ja. Aber das ist jetzt auch vorbei. Ich hab den Vertrag von der Wohnung von ihm bekommen und keine komischen Europäer mehr. Hm. Verlässt Hast du schon davon gehört? Verlässt er die Stadt? Er war sich dann noch nicht so ganz sicher. Er hat irgendwas davon erzählt, dass er irgendwie Gefallen an dieser Stadt gefunden hat, warum auch immer. Und er habe irgendwie ein Modelabel gekauft. Warum auch immer. Hm. Naja, wenn es ihm gefällt. Mir gefällt die Stadt auch. Ja, mir eigentlich auch. Hast du schon von der Party gehört? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Was für eine Party? Moment. Bruce holt sein... er hat ja wohl doch ein Smartphone. Das ist wahrscheinlich nur 5 Jahre alt oder so.
holt dann halt Smartphone raus und guckt mal so, es wird ja wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein Newsletter geben in der Stadt, wie auch immer. Dann, ja, die anderen waren wohl erfolgreich. Und halt ihn den dann so hin. Erfolgreich mit was? Oh. Das hatten wir doch schon. Ja, sie sollten doch die Wahlergebnisse beeinflussen und ja. Und weißt du, was das Beste ist? Sollen wir ihn gratulieren, oder? Nein, nein. Ich habe ihn schon gratuliert, ich war auch da. Ah, warst du involviert? Nee, Mr. Pnava wollte einfach so dahin. Einfach so. Und er guckt so ein bisschen nach unten. Ja, diesmal war ich weniger sein Callboy als sein Bodyguard. Aber so viel zu Bodyguarden gab's ja gar nicht. Es ging relativ glatt. Ich habe gar nicht gedacht, dass es irgendwie eskaliert. Schaut so nach links und rechts. Kratzt sich am Kopf. Aber dieser Isaiah hat das ganz schön. Eventuell. Also, naja, der Schnösel, den blonden Haaren. Aber ich muss. Du kennst dich damit besser aus. Ich bin da ja noch nicht so drin. Aber diese Wenshu. Also. Der wirkte anders auf mich, als er seine. Du weißt schon. Sachen getan hat. Und er war mir irgendwie gruselig. Er war dir gruselig? Ja, er hatte irgendwie so eine ganz komische Aura um sich herum. Irgendwie sein Gesicht war irgendwie verschwommen und sein Tonfall auch. Der hat den anderen Brewer ganz schön zur Sau gemacht. Ein Brewer? Ach, das hatte ich noch gar nicht. Ja, scheint so, als ob der andere Bürgermeisterkandidat wohl ein. Wie heißt das? Ein Ghoul? Ein Ghoul? War wohl ein Ghoul von irgendeinem Brewer. Der, wie sie herausgefunden hat, wohl der Sire von dieser Dr. Angela ist. Was für ein Zufall. Ja. Also, das sind zu viele Zufälle für mich, diese Stadt. 4 Jahre lang war ja Ruhe und jetzt in einer Woche geht es hier so drunter und drüber. Ja. Ich glaube, in dieser Stadt ist niemals wirklich Ruhe. Naja, für 4 Jahre. Nee, ja, ich habe es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Stimmt schon. Naja, aber auf jeden Fall danach habe ich das halt mit Pnava alles geklärt. Ich habe den Vertrag bekommen, bin raus aus der Sache. Vor allem, ich bin froh, dass ich diesen Sack los bin. Ihn scheint das irgendwie zu belustigt zu haben, die ganze Sache. Er hat gehofft, dass da irgendwas Großes passiert, irgendein, dass es eskaliert, dass, zu Kämpfen kommt, was auch immer. Anscheinend dann, ist ja was Großes passiert. Ja, aber nicht so, wie er es wollte. Hat wohl irgendwie Kämpfe erwartet oder so. Ich weiß nicht. Dann war da noch so eine Sache, wie gesagt, Isaiah hat diese Sachen gemacht mit diesem Brewer. Und als er dann wieder klar bei Sinn war, dann wollte Pnava noch mal mit ihm reden. Und es guckt schon ein bisschen nach unten. Warum ist es eigentlich so, dass wir, zeigt es auf Anna und sich, also Gangrel, warum haben die anderen so ein Bild von uns? Was für ein Bild? Wurde als Hund an der Leine beleidigt von diesem Bruha. Ist das normal oder was? Denken das die anderen von uns? Dass wir nur Tiere sind, die in Ketten gehalten werden müssen, im Zaun gehalten werden müssen? Das ist das, was ich auch erlebt habe, ja. Nicht das erste Mal. Gewöhn dich dran. Ja, du lässt dich so ein bisschen wieder in diesen Stuhl sacken. Der wahrscheinlich ganz böse knarzt und knacken ist. Ja, das war hart, fand ich. Hat mich auch angeschaut, als wäre ich einfach nur sein Hündchen, was dieser Pnava vor sich her scheucht. Vielleicht warst du das in diesem Augenblick ja auch für ihn. Für ihn, ja. Naja. Aber. Ist auch egal. Er steht wieder auf, schüttelt sich so. Ich muss nie wieder für diesen Osteuropäer arbeiten, deswegen
Alles gut. Ich hoffe, jetzt kommt so langsam ein bisschen Frieden hier rein und wir können endlich unser Leben hier beginnen. Wie stellst du es dir vor? Naja, entspannter als das mit Plava. Natürlich müssen wir immer noch gucken, was wir machen wegen dieser in der Camarilla hier vor Ort. Weil ich finde es bedenklich, dass wir in einer Gegend wohnen, wo diese Gesellschaft Vampire verkauft. Ja, wir müssen deswegen auch noch herausfinden, in zu welchem Territorium dieses Gebiet hier inzwischen gehört. Territorium? Früher war das hier das Territorium des Prinzen, wo wir wohnen. Aber der ist ja anscheinend nicht mehr da. Aha, okay. Weißt du, wo man da nach man das suchen könnte, weil man das rauskriegt? Keine Ahnung. Im Elysium, denke ich. Eh, was? Elysium. Eine Versammlung aller Vampire. Ich weiß aber nicht, ob ich dort unbedingt hingehen möchte. Ich glaube, ich will da auch nicht hin. Vielleicht waren die anderen da mal. Ich meine, die haben ja immerhin den Auftritt von dieser Veronica bekommen. Du musst wissen, normalerweise ist das ganze Territorium einer Stadt aufgeteilt in verschiedene Bezirke, könnte man es nennen. Jeder Bezirk gehört einem bestimmten oder Vampir oder einer Vampirgruppe. Und kein anderer Vampir darf sich ohne das Wissen des anderen dort einfach so aufhalten. Und trinken, jagen. Man muss um Erlaubnis fragen. Das sind die Regeln. Ja, Scheiße, Bruce, wenn du mich fragst, aber. Bruce schaut auch so ein bisschen verschwitzt rein, so nach links und nach rechts. Ah, das hätte ich früher wissen können. Ich glaube, ich habe in jedem Fall der Stadt schon über irgendwem getrunken. Schaut so. Dein gutes Recht, wenn du mich fragst. Finde ich auch. Das ist affig. Nur sowas. Weil die Regeln machen, ist das noch lange nicht, dass wir uns dran halten müssen. Genau. Außer wir wollen keinen Streit. Das wäre ja eigentlich meine Vorgehensweise. Aber dann sollte man das wirklich mal in Verfahren bringen. Ja, und was vielleicht machen wir, wenn unser Viertel hier jemanden gehört, der uns nicht hier haben will? Dann. Bruce ist offensichtlich total hilflos gerade. Dann machen wir so weiter wie zuvor. Er schaut so ein bisschen ratlos nach unten. Wie zuvor? Also, wir machen es einfach. Scheiß auf die Regeln. Dann machen wir es auf deine Weise. Zwinkert so. Das ist eine gute Idee. Bestimmt, ja. Aber wegen diesem Elysium, es wäre halt trotzdem interessant zu wissen. Gerade wenn das auch einer von denen ist, die ihr Dreck am Stecken haben. Also ich kann mich da nicht sehen lassen. Nein, ich ich habe sowieso noch mal überlegt, zu den anderen zu gehen. Die sollten ja noch im Motel sein. Dann mach das. Ich fahr mal nach. Aber apropos Nachbarn. Genau. Ich habe festgestellt, dass nur eins von den anderen drei Apartments bewohnt ist. Nur eins? Welches denn? Das genau schräg gegenüber. Zeigt auf die Ecke einer Wand. Mhm. Okay. Wer wohnt denn da? Irgend so eine komische Tussi. Studentin, glaube ich, oder sowas. Ziemlich jung noch. Ja, gut. Sollen hier keine Partys machen, ist mir das egal. Ich habe mich ganz nett mit ihr unterhalten. Aber sie mag keine Pasteten. So viel weiß ich jetzt schon. Wie? Okay. Gut. Naja, ich musste ja irgendwas mitbringen, damit ich einen Vorwand habe, um zu klopfen. Gute Nachbarn bringen doch was mit, oder nicht? Du hast eine Pastete mitgenommen? Was soll ich sonst mitbringen? Ein Strauß Blumen? Ein Kuchen? Ist auch egal. Ich kenne mich da nicht aus, wenn du meinst. Okay. Also, solange sind es okay. Meine Pasteten waren früher mal gut.
Lange keine gemacht gehabt, aber es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Steht noch im Ofen. Sie mochte das ja nicht, ich esse es nicht. Hm. Ja, keine Ahnung. Bruce, geh mal zum Ofen. Muss ja rein. Ja, da steht halt eine abgekühlte Pastete. Ah. Ich schneide mir so ein Stück ab und... Ja. Hm. Ähnlich wie die von meiner Mutter früher. Hm. Ich sagte, ich kann das ganz gut. Kann ich bestätigen, ja. War gut. Hm. Hat die irgendwas schon erzählt, warum die anderen nicht belegt sind? Das ist ja eine Wohnung. Sie hat gesagt, sie wohnt schon länger hier und anscheinend sind die Mieten hier so teuer, dass keiner hier hin will. Und ich habe gesagt, wir haben das Ding hier gekauft. Und dann sagte sie, ja, das ist doch mal ein guter Grund, warum man hier ist. Ich hätte es anders erwartet. Vielleicht ist das ja eine Wohnung von dem Pnava oder so. Naja. Gut. Was machst du heute noch so? Muss noch was trinken gehen? Ich muss definitiv noch was trinken gehen, ja. Ach, ich habe nicht so viel Hunger. Gut. Ich mache mir dann direkt auf den Weg zu den anderen. Ich schaue auch mal, vielleicht finde ich ja irgendeinen Vampir, der hier noch wohnt, den ich noch von früher kenne oder so. Ja, also eigentlich sollte hier niemand wohnen. Okay. Ja gut, mach das. Mach das. Gut, und du gehst zu deinen neuen Freunden. Neue Freunde ist ein bisschen viel. Zumindest traue ich den meisten von ihnen. Mehr als irgendwie dem Pnava oder dieser Veronica oder so. Mhm. Dieser John und Andrew, die wirken noch ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, und der Schmierlappen ist halt ein Schmierlappen, aber... Aber auch an sich ist das, glaube ich, auch einer der besseren von der Sorte. Pass auf, dass kein Hund aus dir wird, auch wenn du keiner sein willst. Bruce nickt. Ich mache mich auf den Weg. Hervorragend. Geh so langsam auf dich zu. Und drück sie noch einmal so zum Abschluss und dann stell nichts Dummes an. Dann gehe ich aus der Tür. Grinst. Ja. Wir springen rüber zu Samantha. Erwacht am nächsten Morgen und hat mehr Hunger und als vorher. Mehr. Ja. Auch kein Problem. Du warst, glaube ich, letztes Mal auf 1, jetzt bist du auf 2, ne? Oder? Ja. Also alles noch gut. Oder ziemlich gut. Andrew schläft noch. Ah, das ist ja nichts Neues. Ja, da würde ich mal aufstehen und ins Wohnzimmer gehen. Ja, da sind... Ist der Dicke wieder da? Nee, der ist nicht wieder da. Dr. Angela siehst du auch nirgendwo. John sitzt vorm Fernseher und schaut gerade einen Bericht über die Bürgermeisterwahl. Oh, da setze ich mich doch dazu. Morgen. Und? Was gibt's Neues? Nun, sie verschieben irgendwie diesen Wahlprozess. Warum das denn? Naja, irgendwie so eine Begründung von wegen, dass die der anderen Partei Zeit geben, einen anderen Kandidaten zu benennen oder so. Hm. Eigenartig. Dann sollten wir vielleicht... Vielleicht sollten wir dann aber mal gucken, wer dafür in Frage kommen würde. Um den dann vielleicht gleich aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er überhaupt sich groß in den Wahlkampf stürzt. Ich weiß ja nicht, was wir für ein Interesse, was hast du für ein Interesse daran, wer die Bürgermeister wird? Ja, wir haben einen Auftrag in die Richtung bekommen. Ja. Den haben wir ja erfüllt, oder nicht? Ja, für jetzt haben wir den erfüllt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Veronica sagt so, ja, die Wahl ist ja nur verschoben. Sollten wir vielleicht herausfinden. Wir sollten ja eh bei ihr vorbeigehen, schätze ich mal. Ja.
Haben die irgendwas gesagt im Fernsehen, um wie lange das verschoben werden soll? Nee. Das heißt immer nur verschoben. Und das tausendmal irgendwie wird gesagt, heute bitte nicht zum Wahllokal kommen und bla. Beziehungsweise ist er jetzt schon vorbei. Hast du den Dicken gesehen? Ist der wieder aufgetaucht? Nein, und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Ja gut, vielleicht ist er noch nicht wach. Wo ist Angela hin? Sie ist sich schon was zu trinken besorgen gegangen? Mhm. Wirkt er etwas durch den Wind. Von unserer Diskussion von gestern. Ich kann sie verstehen. Meinst du, wir sollten Veronica irgendwie vorher anrufen oder einfach direkt vorbeigehen? Anrufen, denke ich, ist nicht das geeignete Mittel. Wir werden vorstellig sagen, hier, bla, und dann... Ja. Wir müssen uns auch mal darum kümmern, dass wir hier aus diesem scheiß Motel rauskommen. Ich gehe mal gucken, ob sie an der Rezeption eine Zeitung haben. Dann können wir mal die Angebote durchschauen. Ja. Dann würde Sam sich auf den Weg zur Rezeption machen. Okay, bist dann erstmal unterwegs. Und wir springen rüber zu Ronan und seine Kanzlei. Was hat Ronan denn mitgekriegt von der Wahl? Auf jeden Fall, also mit Sicherheit, weil also ihn persönlich interessiert das überhaupt nicht, aber da sich Kaliden bei sowas immer einmischen, wird er auf jeden Fall die Nachrichten verfolgt haben und dieser Eklat. Ja. Weil es wäre normal, wenn man zumindest ein oder zwei Gesichter von ihnen wiedererkennen würde. Mhm. Gerade als dieses halt gebrüllt wurde mit, was ist mit dem Kind, das sie verloren hat? Ja, das ist natürlich auch ein Aufhänger irgendwie in den Nachrichten gewesen, da irgendwie, dass da irgendwie noch was war mit. Also er hat ja nicht gesagt, warum er aufgibt, und dann wird halt vermutet, irgendwie großer Skandal wegen familiär und so. Und falls das halt nicht offiziell alles in den Nachrichten drin ist, kann man das mit Sicherheit ziemlich schnell auf YouTube noch finden. Mhm. Ja, definitiv. Wird er dann mal ein bisschen rumzoomen über den PC, mal gucken, ob er wirklich wen erkennt. Dann so, Beschreibung passt. Ach, der ist auch da, der feine Herr. Oh, ein feiner Herr Anwalt. Ja. Siehst du, also die Szene kann man garantiert sehen, wie Isaiah sich so nach vorne, ich bin der Anwalt. Ja. Da ist er ja, der Pharisäer. Schön. Geistige Notiz, Sie sind unglaublich dezent. Effektiv. Aber sehr auffällig. Ja. Da er immer noch eigentlich den Auftrag hat, naja, auszuspionieren trifft es ja nicht richtig, wobei eigentlich schon. Und er ja dringend mit ihm reden muss, spätestens jetzt, und der jetzt nicht in der letzten Nacht nicht dazu kam, sucht er mal übereilt den Zettel mit der Motel-Adresse. Und wird sich dann auf den Weg machen. Okay. Also so kurz überlegen, eine Jacke noch drüber ziehen und dann an den Schrank gehen und die Pistole mitnehmen. Mhm. Sicherheitshalber. Und ins Tarnholster stecken. Als hätten wir es nicht anders geplant, sind alle auf dem Weg zum Motel.
Ja. Ich denke, Isaiah ist der Erste, der da ankommt. Vielleicht sieht Isaiah gerade noch, wie Sam irgendwie die Treppe runtergeht Richtung Rezeption, als er ankommt. Mit dem Taxi wahrscheinlich. Ja. Ich steige aus und hebe grüßend die Hand und dann geselle ich mich so dazu. Nicke. Wir sind Andrew ist da, John auch? Die sind beide da, aber Andrew ist noch nicht wach, John schon. Okay. Er verfolgt interessiert die Nachrichten, dass diese Wahl erstmal ausgesetzt worden ist. Ja, schade. Naja, ich denke, wir sollten mit Veronica Reed gehen. Ja, das ist auch unser Plan. Ich habe nur gesagt, um hier die Zeit zu vertreiben, bis Andrew wach wird, gehe ich meine Zeitung holen. Ich habe meine Zeitung mitgenommen, halte die unter die Nase. Ah, prima. Ich blätter mal schnell durch, ob der Immobilienteil auch dabei ist. Ja, wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich nichts rausgenommen aus der Zeitung, oder? Ist er? Ja. Na gut, dann können wir wieder hochgehen. Ja. In dem Moment kommt auch Bruce an. Wie ist Bruce unterwegs? Ja, natürlich zu Fuß, weil er hat kein Auto. Mhm. Also das heißt, man würde schon weit vorher erkennen. Ja, so ganz, also würde ich 10 Meter abseits der Straße in der Wüste so entlang und ab und zu mal so auf den Boden greift. Oh, ein Wüstengecko. Ich greife bei denen dann so. Ja. Du hast schon lange nichts mehr über die heimische Fauna erzählt, das stimmt. Ist ja auch eigentlich der Grund, weshalb er hier ist, aber naja. Ja, und wird wahrscheinlich dann halt auch immer so, oh, der Schlüssel ist auch schon da, dann komme ich irgendwann an. Hallo? Ich, kann ich reinkommen? Ja klar, komm rein. Schau mich nochmal so verschwörerisch links und rechts um. Nach hinten. Ganz unauffällig. Ja. Tritt dann ein. Genau, so aus Entfernung. ja. Oh, ist, wie hieß der nochmal? Ist sie nicht da? Angela? Nee, die ist nicht was zu trinken besorgen gegangen. Wie geht's dem Bissopfer? Wie heißt der? John? Mit seiner Schusswunde. Geht schon wieder, danke. Was führt dich her? Naja, ich kam so sein Smartphone raus und der Wart war wohl sehr erfolgreich. Das zeigt so diesen Online-Artikel, wenn man genau beschrieben wird. Naja, sehr. Wie oft benutzt du das Ding? Das hier? Tatsächlich, das ist mein Smartphone. Darf ich mal? Also. Warte mal. Du bist ja nicht doof. Was hast. Nein. Tu das doch wieder in die Tasche. Pass mal auf. Das ist unser Unterschlupf hier. Ist doch okay, wenn du die Dinger benutzen möchtest. Aber die sind nachverfolgbar. Ach so, wenn es darum geht, mach das Ding wieder aus. Wir sind ja wahrscheinlich eh nicht mehr lange hier. Echt? Wo wollt ihr hin? Kein Bock mehr im Hotel zu wohnen. Deshalb? Ich kann Trailer anzeigen. Bonus anzeigen. Trailer. Du meinst jetzt nicht diesen verranzten Trailer, den wir nicht gefunden haben, oder? Die haben schon ihren Charme, irgendwie muss man so. Naja, ich verstehe schon, was ihr meint, ja. Habt ihr schon was in Aussicht? Nee, wir wollten jetzt mal gucken, was es hier so gibt. Ja. Bruce ist halt nicht gut in sowas. Also, er hat ja die Information, es gibt 2 freie Wohnungen, aber so. Er schaut so nach oben und nach unten. Dann mal viel Glück bei der Suche. Ja, ich denke, es wird nicht allzu schwer sein, irgendwas zu finden. Ja, es gibt viele, viele Wohnungen hier. Isaiah, wenn du es überprüfen willst, kannst du immer
Wits und Insight würfeln. Das tue ich gerne. Kann ich da irgendwas gegen würfeln? Weil ich da wahrscheinlich nicht gut drin bin. Ja, kannst du. Moment. Ich musste selber mal gucken, jetzt mit dem Charakterbogen habe ich gerade nicht auf. Ich bin super vorbereitet, wie immer. Das dann. Moment. Ist das Manipulation und. Keine Ahnung, Performance oder so? Weiß nicht. Ja, wenn du es über aktiv überspielen willst, finde ich das. Genau, Manipulation und Performance. Ja. Oder Manipulation, wenn du überzeugen willst, wirklich davon wäre es irgendwie Persuasion. Oder richtig ja, anlügen, dann wäre es Subterfuge. Ja, alles nicht, ist egal. Du bist so eine ehrliche Haut. Ja, zwei Erfolge. Ich habe auch zwei. Mhm. Ja, dann müsst ihr das, glaube ich, wiederholen. Okay. Ja, schade, besser wird's nicht bei mir. Hm. Zwei und wieder zwei. Herzlichen Glückwunsch. Ja, pass auf. Isaiah, ich biete dir einen dreckigen Success an, weil es ja Gleichstand. Einen dreckigen Success? Ja, das heißt, der Bruce kann gleich noch entscheiden, also du wirst es rauskriegen, aber Bruce kann entscheiden, was er. Das, er kriegt halt irgendwann was, entweder kriegt er das auch komplett mit oder irgendwas anderes, kann er gleich entscheiden, was er dann nehme ich. Was er dann nimmt. Ja. Also du nimmst was wahr, würde ich sagen, und Kakko kann jetzt entscheiden, entweder kriegst du das mit, dass er das, also richtig krass mit, dass er das, aha. Der hat dich quasi komplett durchschaut, sodass du nochmal was anderes reagieren kannst, oder ja, du beschreibst ihm irgendwie was, was in die Richtung geht, aber was nicht genau das ist, was du meinst. Ja, ich glaube eher, weil er halt Bruce auch echt nicht gut in so Sachen ist, eher, dass du ihn halt so komplett, also du hast ihn wirklich durchschaut, so dieses so, der gab ganz viele Wohnungen und dann siehst du also in seinem Blick leider auch bei mir in der Nähe. So. Hm. Weißt du da was, Bruce? Ich? Nein. Erzähl doch mal. Nein. Also ich bin, Du bist doch kürzlich umgezogen, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Wohin? Ist alles ganz voll in dem und dem District. Er nennt dir quasi, weil er gerade nichts einfällt, nennt er dir deinen District, wo du dein Land hast. Ist alles voll, ist also alles ausgebucht. Nichts mehr zu machen. Also ich weiß, dass du nicht in meine Gegend gezogen bist, Bruce. Ich weiß ja, dass wir nicht die besten Freunde sind, aber mich so billig anzulügen, das muss doch nicht sein. Das ist keine gute Basis für diese Beziehung, weißt du? Ja, gibt noch was in der Nähe bei mir. Kratz dir so eine Nase. Das würde ich mir total gerne mal angucken. Weißt du, ich habe da ein ziemliches Loch. Und ich muss nicht immer im Büro schlafen. Nein? Nein. Ist so ungemütlich? Meinst du, das ist schlau, direkt in die Nähe von Bruce zu ziehen, wenn Anna gesucht wird? Nein, das ist gar nicht. Ich guck zu Sam so mit so einem Seitenblick so. Also würde ich auch ganz von abraten. Ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, oder? Also die Nachbarschaft ist aber echt. Ungemütlich, da sind überall irgendwelche Gangs und sowas. Teilweise werden Autos zerkratzt und sowas. Gut, in dem Neubaugebiet lauter Gangs. Oh nein, wie schrecklich. Das muss so viel schlimmer sein als damals bei dir im Trailer. Tatsächlich hatte ich damit relativ wenig Probleme. Wenn man den Track Isaiah, lass Bruce in Frieden. Du siehst doch, Mann. Dass ihm das unangenehm ist. Also Bruce ist da wirklich nur... So vorher war der ganz glücklich, jetzt auf einmal so, verdammt, scheiße. Ja, Ronan kommt inzwischen unten beim Hotel auf dem Parkplatz an. Wie bist du unterwegs? Hast du ein eigenes Auto oder fährst du mit Taxi? Ich denke, inzwischen hat er ein eigenes Auto, ja. Mhm. Was hast du für ein Auto? Äh,
tatsächlich irgend was wirklich nicht auffällig ist, so ein ganz typisches amerikanisches Durchschnittsauto. Dodge, nicht gut. Das Einzige, was da vielleicht ein bisschen von abweicht, ist, dass er darauf geachtet hat, dass der vielleicht ein bisschen getuned ist, also ein bisschen mehr PS hat, als das Modell normalerweise haben sollte. Okay. Ja, weil Trabi, Trabi ist super unauffällig in den USA, ja. Ja, das ist gut zum Verfolgen von Leuten, deswegen. Ja, muss ich nochmal halten. Steigt aus, zündet sich eine Kippe an. Ja, ist halt so ein zweistöckiges Motel. Oben halt die viele Zimmer, unten so ein paar Zimmer und halt die Rezeption und so ein Aufenthaltsraum. Habe ich eine genaue, also weiß ich, in welchem Apartment die wohnen? Nee. Okay. Aber das ist doch für einen Detektiv kein Ding. Habe ich von einem den Nachnamen mitbekommen? Nee. Okay. Ich glaube, ich kenne sowieso meinen eigenen Nachnamen. Ja, dann würde ich da mal zur Rezeption schlendern. Mhm. Abend. Abend. Was kann ich für Sie tun? Wen habe ich denn da sitzen? Ja, das ist so ein junger Kerl. Irgendwie mit so einem gepunkteten Shirt und Jeans. Du könntest mir helfen. Ja, womit? Wollen Sie ein Zimmer, Mister? Ich will jemanden besuchen. Oh. Das ist selten. Wen? Einen Kumpel von mir hat einen ehemaligen Kommiliton getroffen, den ich auch über zwei, drei Ecken kenne. Der hat aber geheiratet. Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen Nachnamen er mittlerweile hat. Ah. Ich beschreibe mal Isaiah. Mhm. Also so einer wohnt hier nicht. Vielleicht aber sein alter Kumpel. Ich beschreibe mal John. Ja, Mr. Doe. Genau, Doe. Echt jetzt? Der heißt John Doe. Ja, gut so, echt jetzt? Also da hätte ich erwartet, dass der schon mal geheiratet hätte, aber gut, schlimmer geht immer. In welchem Zimmer wohnt er denn? Hier, Zimmer 4A. 4A, klasse. Und das soll eine Überraschung werden. Aha. Ich öffne meine Brieftasche und schnipp ihm mal ein paar Dollar rüber. Dankeschön. Bitte sehr. La di da di da. Genau. Zündet sich sofort die nächste Zigarette an. Mhm. Ja, dann wirst du wahrscheinlich genau diese Konversation, die Clique da gerade miteinander hatte, wirst du hineinplatzen, wenn du klopfst. Oder wenn du. Also ich würde vor der Tür stehen bleiben und mache da mal Heightened Senses an. Mhm. Und wird mal so ein bisschen lauschen, so ein, zwei Minuten. Mhm. Okay. Stehst du da und kriegst halt so diese... Irgendwie ist es schlecht, mich anzulügen. Die letzte Sache, ne, mit Isaiah und Ruth. Und dann hörst du irgendwie, weil du dich ja gerade total konzentrierst und das ist halt leise so, ne?
hörst du dann ultra laut eine Stimme irgendwie an deinem Ohr. Ey! Ich drehe mich mal um. Steht irgendwie ein 2,10 Meter Hühne mit Maske vor dir. Dicke ist Beste. Cooles Outfit. Ja, du siehst in deinem Gesichtsausdruck nicht, der hat ja eine Maske auf, ja. Aber scheint, also die Augen unter der Maske scheinen dich irgendwie anzublitzen. Ich setze ein freundliches Lächeln auf. Und klopfe. Ja, unter der Maske regt sich ein Lächeln. Ja, es klopft. Ich drehe mich zur Tür um und ist das eine Dicke? Warum sollte er klopfen? Gibt es einen Türspion? Ja. Ich gucke durch den Spion. Ja. Ronan schaut ja gerade Richtung Dicker und hat ja so Rückhand geklopft. Also siehst, wirst du da wahrscheinlich gerade gar keinen sehen, der vor der Tür steht. Tomaturgie ist toll, ich kann. Dann mach die Tür auf und guckst du raus. Ja, dann siehst du Ronan und den Dicken da stehen. Ah, Dicker. Wir haben dich schon vermisst. Dann, wer ist der Kollege? Lauscher. Ein Lauscher. Ja, ich lächle, schlag ein bisschen die Jacke zurück und man sieht die Polizeimarke. Ich gehe auf Nasenspitze mit dir und nehme diese Marke und ziehe die ganz nah an mich ran. Aha, Polizeimarke. Arbeiten Sie für die Polizei? Ich klopfe dir auf die Finger. Wirklich direkt so, hallo? Beeindruckt mich gar nicht. Möchtest du mir die Marke wieder entreißen? Er guckt dich kurz ein bisschen irritiert an, dann zuckt er die Schultern und wird versuchen, an dir vorbeizugehen. Es legt sich eine schwere, dicke Hand auf deine Schulter. Tiefes Seufzen. Da steht eine Nummer drauf. Ja. Möchte ich mir aufschreiben. Ja. Ich hätte gerne Ihren Ausweis. Wenn du dir die anguckst, also genau anguckst, wirst du auch feststellen, dass das Polizeirevier nicht das von dem hier ist. Sie haben ja keine Berechtigung, irgendeine Art von Staatsgewalt durchzusetzen, Herr. Ihr Name? O'Connor. Mr. O'Connor. Was tun Sie hier? Warum spionieren Sie mir und meinen Freunden hinterher? Das ist eine Sache, die wir tatsächlich unter vier Augen besprechen sollten. Ich gucke. Ich sehe niemanden außer uns. Bitte. Wenn ich weitergehen soll, wäre es nett, wenn du das... Ich deute so auf meine Schulter, auf den Raum. Nein. Ich würde gerne mal kurz nachschauen gehen, ob Andrew wach ist. Mhm. Und wenn nicht, dann versuchen, ihn zu wecken. Ja. Und hektisch anfangen, die wichtigsten Sachen in die Tasche zu schmeißen. Ich mache die Tür jetzt hinter mir zu. Also Andrew sitzt auf der Bettkante, schaut die Blume in der Vase an, die auf der Kommode steht. Schaut dann zu dir rüber. Morgen. Morgen. Den Segen der Nacht. Dir auch den Segen der Nacht. Pack die wichtigsten Sachen zusammen, die wir brauchen, falls wir schnell abhauen müssen. Okay. Wir haben Polizei vor der Tür. Keine Ahnung. Ob das wirklich Polizei ist oder... Alles klar. Er hat gemeint, er hätte hier keine Befugnisse. Ja, steht auf und beginnt sich umzuziehen. Ja, währenddessen Ronan von dem Dicken irgendwie nach vorne geschoben wird, also der hält dich weiter fest an der Schulter, aber schiebt dich dann nach vorne. Er lässt dich auch schieben, also er leistet da keinen Widerstand. Ja, dann mach ich die Tür auf und lass ihn quasi ins Zimmer reinschieben. Mach die Tür hinter uns zu. Gibt's hier einen Rauchmelder? Also sehe ich einen Rauchmelder? Mhm, ja. Siehst du, die Hand geht zur Tasche, zur Zigarette. Oh.
steckt er die lose, die nicht brennende Zigarette in den Mundwinkel. Hey! Mr. O'Connor, was führt Sie zu uns? Das, genau genommen zwei Sachen, drei, vielleicht auch vier, das kommt jetzt drauf an, wie gut das weiter hier läuft. Erstmal würde ich sagen, machen wir es ganz unverfänglich. Ich nehme mal an, da der Große hier der Aufpasser von allen ist, bin ich mal so fair. Mann, ist das eine Pranke. Auf der Seite ist eine Pistole, die kannst du mir gerne rausnehmen, wenn du willst. Ja, schlägt die... Also, er macht das nicht, aber irgendwie vielleicht, wenn keiner sonst ist, geht, würde John aufstehen, den Diamanten zurückschlagen und die nehmen. Ja. Ja. Ist halt eine Desert Eagle, wo die Seriennummer also weggeschleift ist. Also weggeschliffen ist. Interessante Waffe für einen Cop. Tja. Also als. Ich glaube, das ist kein Cop. Als allererstes bin ich wegen ihm da. Und dort auf ICA. John zieht so eine Augenbraue hoch. Ich muss zugeben, Mr. O'Connor, Sie sind ganz klar im Vorteil. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Dazu komme ich gleich. Alter, du warst richtig schlampig. Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen in meiner ganzen glorreichen Karriere als Anwalt. Ja. So ein, ja, also er luftet so ein bisschen das Hemd, man sieht die Tätowierung. Das ist noch nicht ganz so lange her, da haben sie sich in der, oder da hast du dich in der Kern Street rumgetrieben. Kern Street, sag mir nichts. Ein Haus, eine nette Frau. Sagt mir nichts. Okay, ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Bitte, Mr. O'Connor. Ich stehe Ihnen ganz zur Verfügung. Erzählen Sie mir, was wollen Sie? Und ich rate auch schwer dazu, keine Spielchen zu spielen. Der Große mag keine Spiele. Ich komme mit großen Leuten normalerweise ganz gut klar. Ich bin Ihre. Sind sowieso alle größer als ich. Ich habe vermutlich deinen Arsch gerettet. Mr. O'Connor. Alle können sich jetzt erstmal ein bisschen entspannen. Nehmen Sie es mir nicht krumm. Sie kommen hier hin, Sie lauschen an der Tür von meinen Freunden. Sie behaupten, Sie hätten mir einen Arsch gerettet. Sie behaupten, ich wäre unvorsichtig mit Dingen, die ich nicht getan habe. Was wollen Sie von mir? Ich verstehe nicht, was Sie hier tun. Und dann sagen Sie uns, wir sollen uns alle entspannen. Wovon reden Sie? Von Miss Guerrero. Unter anderem. Guerrero. Es gab eine Wrestlerin, die so heißt. Christina Guerrero? Victoria Guerrero? Ronan verdreht die Augen. Oh, das ist anstrengend. Eddie Guerrero gab es auch noch. Eddie Guerrero. War das auch WWF oder WWE? E. Und F. Okay. Und? Ihr wollt also auf die hochoffizielle Tour, können wir auch machen. Ich dachte, ich gestalte es etwas zwanglos. Hi, ich bin Ronan. Er winkt mal so in die Runde. Ich bin seit ungefähr einem Jahr. Der aus Guardians of the Galaxy.
Ich bin seit ungefähr einem Jahr tot und gehöre zu den Tremere. Kaid. Bruno sagt so ein bisschen in sich zusammen, oh Scheiße. Noch einer. Ja. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Ron. McConnor? O'Connor? O'Connor. Ron und für meine Freunde. Ich glaube, ihr seid auch einer Freundin von mir schon begegnet. Der süßen Jelly. Damit musst du richtig. Was? Jelly. Die kleine Designerin. Total nettes Mädchen, ja. Ja. Sie war ein bisschen eingeschüchtert. Ich guck so in die Runde. Aber wir sind außerordentlich nette Menschen. Oder eben nicht Menschen. Das. Naja, Isaiah, ihr hattet nicht so einen guten Start miteinander. Ein vorwurfsvoller Blick zu Isaiah. Also er zuckt so eine halbe Schulter. Ich hatte das mit Jelly schon geklärt, soweit. Oder wir hatten das mit ihr geklärt. Perfekt. Danke. Das bringt's Richtung Bruce. Ja, bitte. Also er wirkt dem Ganzen auch sehr, sehr warm und ziemlich menschlich. Mhm. Okay, pass auf. Guerrero hat mich auf euch angesetzt. Sollte uns das überraschen? Nicht wirklich, oder? Generell traut sie Neuankömmlingen nicht so richtig und wenn sich so viel Dreck am Stecken hätte, würde ich auch niemandem trauen. Und sie möchte gerne, dass alles, dass sie alle Informationen bekommen und vor allem, dass möglichst viel nicht in die Hände des Sheriffs fällt. Ich habe den Namen vom Sheriff schon wieder vergessen. Joe. Ja. Kann ich mich übersetzen? Der Dicke sieht, ja, man weiß halt nicht, ob er guckt, aber er dreht so ganz leicht den Kopf. Und, haben wir überhaupt richtig was zu sitzen? Ich meine, ja, es ist gerade so eine Couch-Kanitur halt in dem Wohnzimmer. Ach so. Ist halt so eine Ausziehcouch, wo man halt auch drauf schlafen kann. Die ist wahrscheinlich gerade auch noch ausgezogen. Ja. Also, aber der, John nickt kurz dem Dicken zu und der lässt den Klammerbegriff von der Schulter weg und stellt sich halt vor die Tür. Oh, schon viel besser, danke. Ich mache da so eine einladende Geste. Bitte, Ronan, setz dich doch zu uns. Oh, mit. Setz mich quasi aus. Sam war schon wieder mitten im Wohnzimmer, ne? Mhm. Ja, dann kommt jetzt Andrew auch. Die ist jetzt auch ein bisschen entspannter, als sie gehört hat, dass er ein Kanid ist. Ein bisschen. Guten Abend. Setzt sich. Guckt, also sein Blick schweift aber rüber, geht zu Sam, starrt sie regelrecht an. Die legt den Rückwärtsgang ein. Schön kurz den Kopf, meine Güte. Okay, wo war ich? Wo war ich? Auf den Tisch. Ja. Jojo. Ich war lange im Knast. Sie wird definitiv gucken, dass sie hinter Andrew bleibt. Ich habe eine kleine Detektei. Schön. Toller Job. Ja. Flexible Arbeitszeiten. Ja, besonders, wenn da jemand daherkommt und berichtet, dass ganz tragisch die Schwiegertochter gestorben ist. Also das war wirklich, es hat mir schier das Herz zerrissen. Tragisch. Und
dass die Polizei diesen Fall einfach nicht untersuchen wollte. Das soll vorkommen, wenn es keine handfeste Beweise dazu gibt, wer diesen Mord verübt hat. Ich habe sowas schon oft erlebt. Ja, das glaube ich. Er grinst völlig humorlos. Das war nicht interessant an dem Fall, nachdem ich ein bisschen gestöbert hatte. Die Frau starb an totaler Blutarmut. Da war kein Tropfen mehr drin. Tragisch. Da muss jemand aus unseren Reihen wohl übertrieben haben. Ja. Hat er. Worauf wollen Sie hinaus? John. Ich guck mal kurz. Wir haben keine Zeit, wir haben heute noch viel zu tun. Vielleicht sparen wir uns dieses ganze um den heißen Brei herumgerede. Was wollen Sie, Mr. O'Connor? Es gab einen Zeugen dafür, dass er die Frau ausgesaugt hat. Alle schauen so Richtung Eis her. Ja, und wie so ein. Was? Der Zeuge hat überlebt und ist völlig durchgeknallt. Ich verstehe das Problem nicht. Bist du denn bescheuert? Ah, da geht's doch irgendwie gut! Oh Mann! Schon mal was von der Maskerade gehört? Du kreist dich gerade in irgendwas rein, auch wenn das die Tapete ist, weil das nicht irgendwie ist. So. Ich habe dafür gesorgt, dass die Familie keine weitere Nachforschung anstellt und auch nicht sich irgendwie an Bundesebene oder so wendet. Gute Arbeit, Ron. Und das sind genau die Sachen, bei denen diese Guerrero spitz wird wie Nachbars Lumpi. Denn es hätte sich nur einer von uns ein wenig damit beschäftigen müssen. Zum Glück scheint sich niemand gerade für die Polizei zu interessieren. Warum auch immer, was ich extrem komisch finde. Weißt du, wenn du das nächste Mal so eine Aktion abziehst, dann nimm zumindest nicht die total auffälligen Manschettenknöpfe. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Die sind wirklich schön. Nichtsdestotrotz, Ron, verstehe ich das richtig, dass du das geregelt hast? Ja. Hast du mit Miss Guerrero bereits darüber gesprochen? Nein. Ah, und jetzt möchtest du, dass wir irgendetwas für dich tun sollen, damit das auch so bleibt? Genau, was kostet uns das Ganze? Oder was kostet es Isaiah, um genau zu sein? Weil ist derjenige, der es verbockt hat. Ich drehe mich kurz zu Sam und sage, Sam, bitte, einen Moment. Ronan. Du bist zu uns gekommen, um etwas von uns zu bekommen. Was ist dein Druckmittel? Weißt du, in Verhandlungen braucht jede Seite ein Druckmittel. Dein Druckmittel ist, dass du etwas für mich getan hast. Deine ganze Verhandlungsstrategie basiert darauf, dass ich nicht skrupellos genug bin, um dich umzubringen. Soll ich? Er dreht sich so zur Seite um. Du erinnerst mich an jemanden, den ich früher mal kannte. Also, ich bin kein Ventru. Ich hab's nicht so mit Geschäften. Ich bin dann von Grund auf ehrliche Haut. Ich sag, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich weise so mit dem langen Finger auf deine Knast-Tattoos, so, ja, von Grund auf ehrliche Haut, ich sehe das. Die Leute hier haben mittlerweile ein sehr genaues Auge auf diese Gruppe geworfen, weil ihr extrem viel bewegt habt, gerade durch das, was gestern da gelaufen ist. In dieser Stadt war es immer so, dass Edo den Ball ziemlich flach halten wollte. Kein Aufsehen, keine Aufregung, nichts Außergewöhnliches.
Ich weiß nicht genau, was das hier sollte mit der Bürgermeisterwahl. Muss ich auch ehrlich gesagt nicht wissen. Ich denke, das ist irgendeine höhere Ventropolitik, keine Ahnung, die da im Hintergrund läuft. Aber ihr seid jetzt bekannt hier. Das heißt, jeder Kanid, der schon länger da ist, hat jetzt ein Auge auf euch und wird versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Das ist einfach eine Warnung. Das ist total okay. Vielleicht nicht für alle. Nur zum Thema Privatsphäre und so. Warum kommt ein O'Connor Tremere hierhin, verrät seinen Clan, indem er uns vor Clans Geschwistern warnt? Zu Plenava kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Es schmunzelt so ein bisschen. Aber ich kann euch vor Guerrero warnen. Warum? Sagen wir so. Ich habe nicht darum gebeten, das zu werden. Sie ist ein Sire. Nein, zum Glück nicht. Das wäre ja noch schöner. Ich habe als Mensch zu tief gegraben. Und das ist das Geschenk, das man mir gemacht hat. John kommt so Richtung Samantha rüber. Das klingt nach jeder Vergangenheit eines Kaniten, den ich kenne. Tja, sagen wir mal so, mein Erzeuger hat mir Dinge versprochen, die er nicht gehalten hat und mir so ein paar Details nicht erzählt, die ich halt auf die harte Tour gelernt habe. Jetzt geht bei dem Blick von John die Augenbraue hoch auf Samantha. Da würde Sam jetzt Andrew angucken. Hashtag right. Doggy. In der Zwischenzeit hören Sie A Girl from Ipanema. Man kriegt ja schon mal einen tanzenden Koala. Ja. Ach ja. Ja, und sonst so. Ich mag den Ronin. Tja. Ich weiß nicht, ob das auf Gegenseitigkeit beruht. Muss ja nicht, muss ja nicht. Ja. Ich habe das Gefühl, der Bruce mag mich ja auch nicht. Und nee, ich wollte euch nur ausreden lassen. Du hast es dir gerade so ein bisschen verschissen. Ich wollte auch nur, wann bis hier zu Ende geredet hat, bis... keine Ahnung. Was nur für Lucky. Macht nachher. Jetzt bitte noch Night Fever, ja. Hammer. So, für mehr musst du zahlen, Lucky. So, hallo. Und was ich will. Vielleicht können wir es tatsächlich dabei lassen, dass, falls irgendwas Ungewöhnliches passiert, falls ihr da was rausbekommt, irgendwas hört, wie was mit dem Verschwinden des Prinzen vielleicht zu tun hat. Oder diese Gerüchte mit der zweiten Inquisition und Verbindungen und Kontakten untereinander. Entschuldigung, hast du gerade gesagt Gerüchte? Offiziell gibt es sowas nicht. Die Kamarilla leugnet das. Ebenso. Die Kamarilla in dieser Stadt leugnet die Existenz der zweiten Inquisition. Aber dass da irgendwelche Dinge vielleicht und so. Naja, es gibt Zeugen dafür. Und der Primogensrat ebenfalls. Der, man, der dafür gestimmt hat, herrlich. Wenn man so nennen kann. Moment. Mhm.
Ich mach mal den provisorischen Buha. Scheiße. Bleibt doch freundlich, Kacke. Du weißt doch, wenn man was würfelt, um was auszuprobieren und man findet das Ergebnis selber scheiße, sollte man immer das andere machen. Ja, beim nächsten Mal. Ich benutze das übrigens auch als im echten Leben als Entscheidungshilfe. Ich würfle und sage bei ungerade das und gerade das andere. Und das, was rauskommt, das mache ich nicht, sondern dann weiß ich, was ich will. Ja. Sobald der Würfel mich zwingt, weiß ich, was ich will. Ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, diese Verräter zu finden und sie zur Strecke zu bringen. Ich glaube, eine von ihnen kennst du dann schon, wenn du mit Veronica gesprochen hast. Alle. Das war Bruce. Nee, oh mein Gott, Bruce! Allerdings. Ich brauche Beweise. Ich bin dran. Aber wenn ihr welche finden solltet, wäre ich euch dankbar, wenn ihr die mit mir teilen würdet. Und ich würde meine mit euch teilen. Da bist du nicht der Einzige, der das möchte. Ich möchte wissen, ob dieser Mann mich anlügt. Ja. Ich kann genauso gut. Witz und Insight. Während du würfelst, ja, da bist du nicht der Einzige, der das möchte. Kann ich mir vorstellen. Ja, und mach mal Manipulation, Persuasion dagegen oder also entweder wenn du es halt richtig rüberbringen willst oder wenn du lügen willst, halt Subterfuge. Also das ist ja die Wahrheit. Ja, gut. Dann. Das ist okay. Dann reicht mir das. Ich lehne mich einen Moment zurück und also er schaut dich an, schaut dann zu Andrew, Sam, John, zum Dicken und kratzt sich so die Wange und sagt, ich muss zugeben, er scheint mir zumindest grundlegend vertrauenswürdig zu sein. Das überrascht mich mehr als jeden anderen von euch wahrscheinlich, aber Bruce lehnt sich so nach unten zu Samantha. Also du stehst ja hinter Andrew und Bruce steht hinter dir. So. Wenn du so nach hinten schaust, siehst du da, wo vielleicht so ein bisschen Tapete war, ist jetzt so ein Handabdruck. Und ich vertraue ihm mehr als ihm. Schau auf, heißt er ja. Du siehst so ein bisschen, dass das Gesicht von Bruce so ein bisschen zuckt wie in... Eine Frage hätte ich da allerdings vorab. Ich schnappe auch viele Gerüchte auf. Stimmt es, dass Anna wieder in der Stadt ist? Warum willst du das wissen? Weil Guerrero sie sehen will. Das wissen wir. Sie hat uns gefragt, dass wir sie selbst bitten, sie zu suchen. Genau. Und ich gehe davon aus, wenn sie ihre Habhaft wird, wird sie vermutlich verschwinden. Auf die eine oder andere Art und Weise. Sowas hatten wir uns schon gedacht. Bruce starrt gerade Ronan an. Und zwar so richtig mit so einer, also die Augenbrauen sind halt wirklich eine bildende Diagonale gerade so. Ich würde Bruce am Handgelenk packen und ihn drücken nach dem Motto, rück dich. Du merkst halt wirklich, wie diese Lass ihn ausreden. Faust so zusammenschwillt, so wirklich zittert dabei. So. Und wenn ich das richtig verstehe, Ron, dann ist das nicht in deinem Sinne, oder? Stopp mal kurz, bevor du weiter redest. Also, Bruce, wolltest du, dass Ronan das mitkriegt oder wolltest du das nur beschreiben? Denn nur beschreiben jetzt erstmal. Okay, dann mach mal Manipulation Performance. Oh Gott. Manipulation Dingens. Was hab ich denn gerade gesagt? Subterfuge. Nee, Subterfuge wäre... Lügen. Ja, du willst ja lügen. Und Ronan macht Wits Insight, um das mitzukriegen. Okay. Ja, zwei Erfolge. Wie viel Hunger hast du gerade? Was? Wie viel Hunger hast du gerade? Ein. Okay, warte mal. Ist das der Hungerwürfel, der die 10 zeigt? Ja.
Okay, es waren ja keine zwei Szenen, von daher ist ja, es genau. Ich war gerade irritiert. Ja. Wir haben zu lange nicht gespielt, Leute. Genau so fühle ich gerade auch. Danke, Hund. Oh Gott! Oh, fuck! Habe ich ja, gesagt, dass ich kriegt das sowas von mit. Also. Ja, also, wenn man darauf achtet, also. Nee. Ja. Du siehst halt diesen großen, also diesen im Gegensatz zu dem dicken, noch wahrscheinlich Kopf kleiner, aber trotzdem immer noch groß, wenn du den dicken vor dir hast. Wirst du dann sehen, wie Samantha ihn so am Handgelenk packt und er halt so richtig am Zittern ist so und ja, er hat ja kein Blut mehr in den Händen, was irgendwie rot anlaufen könnte, aber der ist so richtig angespannt und wirkt halt auch so ein bisschen wie so ein Tier, als du das so angesprochen hast mit der Veronica und so. Mhm. Dann, wenn Bruce drauf achtet, fängt er direkt den Blick von Ronan auf, der ihn direkt in die Augen sieht. Ja, Bruce hat dich ja an. Zieht so die Augenbraue hoch und beobachtet dich auch. Und da gibt es ein ganz langsames Nicken von Ronan. So ein verstehendes Nicken. Also er, der sich jetzt etwas missachtet fühlt, neigt sich wieder so ein bisschen nach vorne und sagt, ich denke, wir sehen da Auge in Auge hin. Ich sage, wenn die Camarilla in dieser Stadt unter der Führung von Prinzen oder dem Primogenrat in irgendeiner Art und Weise Kaniten an die zweite Inquisition verkaufen würde, dann wäre das ein massiver Maskeradebruch, nicht wahr? Und damit wäre die Camarilla hochgradig korrumpiert und all solche Kaniten wären. Und die hätten ihr Lebensrecht verwirkt, sehe ich das richtig? Da sehen wir doch. Das sehen wir doch beides, oder? Jeder, der die Maskerade mutwillig bricht, gefährdet unsere gesamte Art. Na, ich denke, da gibt es noch Abstufungen. Und sollte über kurz oder lang entfernt werden. Aber. Also sollten wir Isaiah entfernen? Tom, halt die Klappe. Ronan schmunzelt. Ich frag nur, weil ich wissen will, wie ernst er es meint. Ich sage mal so, für mich gibt es Abstufungen. Ich denke, das ist eine Sache, die ihr scheint ja ein Klüngel oder so zu sein, die was ihr klären solltet untereinander. Da halte ich mich raus, da will ich auch nichts drüber wissen. Weil, was ich loser weiß, Zusammenschluss von Freunden. Weil, was bei, ihr intern bei Freunden schaut er dich ja richtig böse an. Nein. Was ihr besprecht, intern entscheidet und mir nicht sagt, kann man nicht aus mir herausholen. Ja, ja. Jetzt guckt sie mit den Schultern. Aber mir geht es vor allen Dingen um die zweite Inquisition. Und im weitesten Sinne auch. Weißt du denn, was mit dem Prinzen passiert ist? Er ist verschwunden. Wann war das? Ungefähr ein halbes Jahr, ne? Mhm. Ungefähr 6 Monate her, plus minus ein paar Tage. Also, ja. Du hast ihn noch gekannt oder ja, war er da schon kennengelernt? Weg? Er wirkte umgänglich für einen Prinzen, wenn man es so sehen will. Ido war Venture? Nee, Toreador. Toreador. Mhm. Dann war das vielleicht der Grund, warum er weg musste. Umgänglich. Er wusste, dass man die Stadt nicht verlassen kann. Hat ihm nicht geschmeckt, dass da nicht hier ständig Vampire stranden. Aber er hat es halt hingenommen. Kennst du diesen Joe? Der scheint ja ein ganz reizender Zeitgenosse zu sein. Nun, die meisten haben vor ihm Angst. Bist du ihm schon begegnet? Nicht, dass ich wüsste. Aber er ist Nosferatu, also er zuckt mit den Schultern wieder. Ich kann zwar schon ziemlich gut sehen, er grinst mal zum Dicken rüber, aber so gut auch wieder nicht.
Ich kenne den Primogensrat. Ich kenne die Harpie. Ich weiß, wo die Zentren sind, wo die Clans aufgeteilt worden sind. Und ich weiß, wo das Elysium sich befindet. Das sind die Sachen, die man halt wissen muss. Das Elysium, wo ist das? Er greift langsam in seine Tasche, schmunzelt ein bisschen, holt dann den Notizblock raus, wirklich so einen altmodischen Notizblock, einen Bleistift, schreibt was auf, faltet den und reicht ihn rüber. Zieht die Brauer wieder hoch, nimmt das so ganz zaghaft an und dann zieht das dir so aus der Hand. Ich mag's altmodisch. Schauen wir das an. Aber wie willst du das jetzt machen, wenn du Veronica über uns Bericht erstatten sollst und ihr aber selber nicht hundertprozentig traust? Ich habe es gelernt, schon als schon vor meinem kleinen Übertritt in den Club, in den Grufti-Club. Grufti-Club. Dass ich möglichst wenig sage. Weil ich kann absolut, ich kann nicht lügen, also tue ich es auch nicht. Das nimmt man mir sowieso nicht ab. Mein Verstand arbeitet schneller als mein Mund. Ich zucke ein bisschen mit dem Finger. Aha. Ja. Nun. Aber es fällt mir extrem leicht, Menschen zu durchschauen. Siehst du, Ron? Eigentlich finde ich dich ganz sympathisch. Das Problem ist, und ganz ehrlich, ich denke, dass unsere Ziele sich zumindest parallel verlaufen, entlang einer gewissen Strecke. Das Problem, das ich habe, ist, du wirfst mir schlimme Verbrechen vor. Und wie soll ich damit umgehen? Ich neige dazu, ich würde gern niemanden haben, der mich mit derlei belastet. Nun bin ich in einem Zwiespalt. Ich denke, du bist nützlich einerseits. Ich denke aber auch, du bist gefährlich für mich. Ronan gut, aber Ronan kann das auch alles Veronica erzählen. Das ist mein Problem. Ist dir als Mensch, der in bestimmten Kreisen unterwegs war, überlebt man nur, wenn man Vorkehrungen trifft. Ist eine ganz einfache Kiste. Ob man jetzt sich als hoher Politiker mit der Creme de la Creme abgibt oder auf der Straße mit bestimmten Typen. So viel Unterschied ist von oben nach unten gar nicht. Außer vom Kleidungsstil her. Ich bin hergekommen, weil ich erstens die Reaktion sehen wollte. Denn wenn du währenddessen in Raserei warst, ist das was anderes, als wenn es einfach mir egal ist. Verstehst du, wie ich meine? In Raserei drin war alle am Rad. Und da ihr zusammen angekommen seid, wenn ich das alles richtig aufgeschnappt habe, dachte ich, wenn, dann sollt ihr das im Klüngel klären. Für mich ist die Sache damit gegessen. Das Problem ist, wir sind kein Klüngel. Nicht alle von uns. Aber ihr hängt zusammen in diesen Geschehnissen, wie auch immer. Teilweise. Deswegen, ich hab den Fall offiziell abgeschlossen. Die Polizei wird ihn nicht weiterverfolgen. Keiner wird ihn weiterverfolgen. Tja. Dann können wir meiner Meinung nach beste Freunde sein. Nur mach sowas nicht nochmal. Ja.
Bruce kann, hat kann sein, das Lachen von jemandem oder ist das dein Koali-Lachen? Das ist ein Koali-Lachen. Okay, gut. Bruce hat seinen Fokus gewechselt gerade. Oder dann sorgt dafür, dass es wirklich keine Zeugen gibt. Ich wäre für Ersteres. Ich schaue so, Ronin so, Schnauze halten. Nix. Nun, Ronin, ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich sehe das Haar genau wie du. Schön. Dann kann ich ja Guerrero sagen, dass ihr extrem tüchtig seid. Siehe Bürgermeisterwahl. Das brauchst du ihr nicht sagen. Wir wollten persönlich bei ihr vorbei. Ach, noch besser, dann können wir alle zusammenfahren. Meinst du, es ist gut, wenn wir dort zusammen auftauchen? Oder ich fahre vor und ihr kommt nach. Oder ihr fahrt vor und ich komme nach. Was euch lieber ist, dann kann ich ihr noch ein Trinkbäckchen holen. Tja, wäre okay für mich. Dass wir zuerst fahren? Ja, warum nicht? Gut. Ich stehe auf, mache meinen Anzug wieder zu. Und guck auf Lorenz runtersteht und auch auf. Mhm. Dann reiche ich die meine Hand hin und sage: Es hat mich gefreut, deine Bekanntschaft zu machen, Lorenz. Ich denke, wir werden noch viel Freude aneinander haben. Ich lasse mich überraschen. Keine Hand schütteln. Doch. Oh. Ah, okay. Ja, nach kurzem Zögern. Und dann dreht also er sich weg und geht Richtung Tür. Da steht der Dicke noch vor. Und Bruce. Jetzt bist du dazugetreten, weil du warst ja eben noch hinter bei Samantha. Ja, ja, ich würd so einmal kurz einen Schritt machen, wenn er dann geht. Mhm. Über diese Sache reden wir noch. Schau dir so richtig böse an. Lässt sich dann. Bruce. Nein. Du hältst jetzt den Mund. Geh weiter. Bruce, ich erinnere dich daran. Einer hat eine ganze Bar von Menschen abgeschlachtet. Und dann gehe ich raus. Nee, gehst du nicht. Du mieses Untier! Und ich pack dich wieder so im Kram, hau dich gegen den Mund. Oh Gott. Ja, Strength Brawl. Cool, was muss ich machen? Kann ich irgendwas machen oder ist es einfach. Ja, mach. Er macht erstmal Strength Brawl gegen. Ja, kommt drauf an, wie du ausweichen möchtest. John hat ja jetzt eine Knarre. Also. Können wir beide Strength Brawl mal vergleichend machen? Okay. Aber ich denke, da zieht Eis sehr gut. Ich habe einen Würfel, ich lasse das einfach. Mhm. Ja, dann. Herablass, das widerliche Stück Dreck! Ich heb dich richtig so hoch an der Wand. So, Ron hat ja gerade was geschrieben, da gibt es so einen Krack, als der Bleistift abbricht und er sich hinter die Couch halb wirft. Der Dicke die dreht nur langsam den Kopf irgendwie zu euch beiden. Die beiden sind nicht gerade leise, oder? Nee. Bruce schreit ja gerade. Dann würde ich jetzt versuchen, zwischen die beiden reinzugehen. Mhm. Ich glaube, das ist schwierig. Der hat mich gerade am Kragen gegen die Wand gedrückt. Ja. Ja, super. Ich kann unter seinen Arm durchtauchen und direkt vor seinem Gesicht wieder auftauchen. Mhm. Ich schwöre, wenn er noch einmal sowas sagt, ich pulle ihm seine hässliche Visage. Damit hast du völlig recht, aber nicht hier drin, wo es jeder mitbekommen kann. Würfel mal einen Reiserei-Test, Bruce, wenn du gerade so drauf bist. Wie geht das? Du machst ein Drittel deiner Humanity plus deine Willpower. Wird das aufgerundet, abgerundet? Es wird real gerundet. Okay, dann werde ich Drittel meiner Humanity plus Willpower. Aber ich glaube, es wird abgerundet immer.
Dann werden das an Würfeln oder was? Dann habe ich 7 Würfel. Moment, ich guck gerade noch mal. Ja. Vier Erfolge. Moment, einen Augenblick. Ist das? Ein Drittel Menschlichkeit abgerundet. Genau. Willpower plus ein Drittel Menschlichkeit abgerundet. Genau. Für einen Frenzy-Check. Dann wären es 3 Erfolge, dann streich ich den letzten Würfel. Okay, Fury Frenzy, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier an Difficulty? 2, okay, hast du dich noch gerade im Griff. Ja. Ja, also wirklich, ne, er schüttelt sich so, und sein ganzer Körper ist angespannt, steht sehr, sehr breitbeinig da und hat ihn ja so nach oben gedrückt, so. Jetzt stehst du dich gerade so in sein Blickfeld und dann schaut er so ganz kurz auf dich runter. Das hier los. Und Bruce hat in sich trotzdem dieses Gefühl des Tiers, was rausbrechen will, und sagt, das flüstert dir die ganze Zeit zu, brich ihm das Genick, das hat's verdient. Ja, er hat auch noch halt die Hand halt genauso, also die Finger so angespannt, wie als würde er immer noch diesen Kragen packen, und schaut halt so seine Hand an, die halt wirklich so verkrampft in dem Moment. Und ich glaube, in dem Moment, weil das halt irgendwie, er wird mal Blush of Land machen, so für so ein tiefes Grunzen, das Atmen, so ein und dann werden wir mal Blush of Life dafür machen. Mhm. Na, da kriegst du sogar eins. Darf er 2 nehmen und den besseren nehmen. Mhm. Kriegst du sogar einen Hunger. Mhm. Und wenn ich mal hört halt, wie er so tief einmal so schaut also seine Hand und den, wie gesagt, hatte ich ja so losgelassen, und dann gehe ich so einen Schritt weg. Schaust du in die Runde, die wahrscheinlich alle auf Blue starren? Ich stehe noch direkt vor ihm. Ja. Bruce, kannst du mir einen Gesichtswürfel würfeln, bitte? Ein Gesichtswürfel, natürlich. Oh. Aber sehr gern. Well, that escalated quickly. Na gut, alles gut. Smiley Face. Der Gesichtswürfel ist heute nicht im Sinne von Drama unterwegs. Du hast ihn wahrscheinlich so ein bisschen so losgelassen und so geschubst dabei. Ja, so ein bisschen. Ja. Der hat sich einfach fallen lassen und liegt jetzt im Grunde genommen so halbseitig vorne auf dem Boden und macht so ein Bruce beachtet ihn nicht, weil er gerade in seinem Blickfeld ist als Samantha. Und der starrt dich dann halt, als er sich so umgedreht hat, also so umgeschaut hat, so starrt er so Samantha an. Du hast völlig recht. Aber es hilft niemandem, wenn du jetzt mehr Leute hier auf uns aufmerksam machst. Im Gegenteil, du bringst sie dadurch eher in Gefahr. Nach links, nach rechts. Dieses Motel hat nicht die dicksten Wände. Ich gehe was trinken. Würde die Tür aufmachen und gehen. Soll ich mitkommen? Bruce macht die Tür auf und geht. Ich würde Bruce hinterher gehen, zur Seite, weil lässt der ist mir gerade echt ein bisschen zu aufgeregt, um ihn alleine gehen zu lassen. Tja, Ronan, guck mal zu den Verbliebenen. Ich denke, dass die Besprechung ist beendet. Ja, John. Ich bin alleine mit John, Andrew und Ron, ne? Ja. Und dem Dick. Mhm. Dicker, machst du bitte noch deine Tür zu? Ja. Quietsch, Glock. Jetzt, wo unser Gewissen kurz vor die Tür getreten ist. Ron, ich denke, wir können wirklich gute Freunde werden. Aber das ist ein gefährliches Spiel, das du spielst. Er blickt mal so zu der Stelle, wo vorhin noch Bruce war. Ja. So.
Bruce ist nicht immer da. Und wenn du mir noch einmal drohst, dann muss ich dafür sorgen, dass mein Leben nicht weiter gefährdet wird. Deshalb bitte, vergiss das alles und red nicht mehr darüber. Dann nicke ich dem Dicken zu und zeige es zur Tür. Der bewegt sich kein Stück. Ich habe ja nichts zu sagen, das ist das Problem. Du siehst auch so, wie so auf Isaias Stirn so eine Falte so auf dazu. Guck ich so zu John rüber. Was so eine er grinst. Bewegung. Ronan schaut mal wieder von einem Ventru zum anderen. Ich gucke zu Andrew. Ich glaube, wir haben hatten eine Abmachung, Ronan. Du solltest gehen. Dürfte ich mein Eigentum zurückhaben? Sicher. Streck mal die Hand aus. Und Ronan, was du mit Isaiah machst, ist mir relativ egal, aber diesen Klüngel beschütze ich. Wir verstehen uns. Hey, ich bin Ire. Ich weiß sowas zu schätzen. Familie und so. Irland ist schön. Ich war mal da. Ich war lange nicht mehr da. Ich auch nicht. So, steck die Knarre wieder ein. Guck doch mal so zwischen den beiden Ventrus hin und her. Ja, John macht jetzt so und der Dicke geht ein Stück zur Seite. Bleibt dann so also er steht halt so ein bisschen so wie so ein... so ein kleiner, ich hätte auch gern König, Dicken. So ein kleiner König, der gerne wollte. Ronne, du bleibst dann nochmal vor Isaiah stehen. Du drehst dich dann kurz zu John um, guckt Isaiah an, zuckt mit den Schultern. Sorry, Partner. Wird dann auch gehen. Ja, draußen Bruce und Samantha. Ja, Bruce hat vor. Sie haben wahrscheinlich diesen großen Dodge. Mhm. Und da wahrscheinlich schon vom letzten Mal sein Ausrast dann nicht mehr so viel Vegetation vorhanden ist, mhm. Die hat er ja wahrscheinlich umgetreten, tritt er jetzt auf die Reifen von diesem Ding. Den Dodge! Ja. Willst du dem Dodge wirklich wehtun oder willst du nur so pro forma dagegen treten? Nee, einfach nur irgendwie auf diese großen Reifen halt so eintreten erstmal und dann gehe ich wieder weiter so. Und gerne wieder so eine wirklich Richtung zurück halt, wo er zur Bar gehen würde. Also da ist jetzt keine richtige Bar in der Nähe, sondern es ist halt dieses, ja. Dieses Motel-Ding da, ne? Ja, nein, also in seine Bar. Ach so, das ist ja eine ganze Ecke weit weg, ja. Naja, er macht ja wieder sein Ding mit, er geht in die Wüste und so. Ja, Samantha Falk. Sollen wir fahren? Danke, ich lauf gerne. Wenn da noch irgendwo so ein Kaktus ist, dann geht er mit Anlauf und... Dann laufe ich ihm eben hinterher. Ja. Sam, hattest du Sense the Unseen Dings? Dann würfel mal hier, Dingens, Moment. Wits und Awareness. Weil ihr läuft ja gerade irgendwie Richtung. Einfach erstmal, Bruce läuft ja erstmal quer durch die Wüste erstmal. Zum Abreagieren, ne? Nö, tatsächlich mehr so an der Straße entlang, wirklich. Also so, an der Straße entlang. Straight okay. Ja, zwei Erfolge. Ist okay, ne? Nichts passiert. Ihr lauft die Straße entlang und es dauert eine ganze Ecke, weil das ein weiter Weg ist, bis zur. Ja. So weit kommt es ja gar nicht. Ja. Irgendwann, wenn er halt wirklich so einige Schritte halt irgendwie, ne, halt schon vom Motel sich entfernt hat und er merkt, dass er dass Samantha halt ihn einfach gehen lässt, so wie normalerweise, dann würde er halt irgendwann einfach stehen bleiben.
Du siehst halt so, wahrscheinlich noch wegen dem Blood of Life, irgendwie noch so ein bisschen diese leichte Röte, die sie für verzieht. Ja. Ich finde gerade keine netten Worte. Für Isaiah? Wie kann man mit Ekel zusammenarbeiten? Wir haben uns das nicht ganz freiwillig ausgesucht. Ich weiß ja, wir sind nicht mehr wie früher. Wir sind tot. Ich weiß. Aber ist eure Menschlichkeit euch so egal? Habt ihr das alles vergessen? Ich fühle mich nicht mehr menschlich. Ich schätze mal, Isaiah geht es genauso. Was soll denn euch werden? Wie lange seid ihr tot? Eine Woche? Monat? Und habt schon alles, was euch menschlich gemacht hat, vergessen oder was? Halbes Jahr. Wie viele Jahre warst du vorher Mensch? 20? Ich bin von der Inquisition, Andrew der Dicke und ich, wir sind von der Inquisition durch mehrere Bundesstaaten gejagt worden. Und du redest darüber, ob wir noch menschlich sind, wenn du dir anschaust, was die tun? Das macht das nicht besser. Menschenleben einfach so zu beenden, wie als wäre es nichts. Als wär's ein Spielzeug, was du kaputt machst und wegwirfst. Und dann irgendwo verschachert liegen lässt. Ich schätze mal, es war keine Absicht von Isaiah. Oh, das ist aber sehr tragisch. Das ist ihm aus Versehen passiert. Upsi, ich habe einen Menschen umgebracht. Manche können sich besser beherrschen als andere. Beherrschen? Das hat nichts mit Beherrschen zu tun, das hat mit... Beherrschen. Ich muss mich lieber zu beherrschen. Ich gebe mir kurz einen Moment. Ich meine, mit dem Argument mit Anna hat Isaiah nicht so unrecht gehabt. Das weiß ich, und das ist auch schon für mich schlimm genug. Ich war ganz kurz davor, das zu vergessen. Es ist nichts passiert. Wir haben eine neue Wohnung. Wir haben uns nett unterhalten mit Leuten. Es war alles gut. Und dann kommt dieser Isaiah daher und... Ach, übrigens, ich habe Menschen ausgesaugt. Das hat ihr Mann gesehen. Leute trauern. Leute vermissen ihn. Leute wollen wissen, was passiert ist. Und ach, ja, das passiert ja mal. Ne? Wir sind nicht alle so. Es fällt mir schwer zu glauben. Ich habe bisher noch niemand getötet und ich will es auch nicht. Ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, Leben zu retten und Leben zu schützen. Das ist auch richtig so. Nicht so wie dieser Isaiah. Wie dieser Pnava, der mich gerne tanzen lassen würde wie so eine Puppe. Ja. Was weißt du eigentlich über ihn? Du hast doch jetzt eine Weile für ihn gearbeitet. Mehr als ich wissen will und immer noch zu wenig. Wir wissen, du weißt, wir können ja nicht raus. Ja, oder? Das weiß ich. Er kommt hier raus, wenn er das wünscht. Für einen Preis, hat er es genannt. Ich will nicht wissen, was dieser Preis ist. An- und verkaufen. Hast du diesen Artikel gesehen? Mit den verschwundenen Kindern? Mhm. Oh, rein zufällig musste ich ihn an diesem Tag an die mexikanische Grenze fahren. Rein zufällig. Das klingt nicht gut. Nein, das ist nicht. Es ist mir im ersten Moment gar nicht eingefallen, bis ich diesen Artikel gesehen habe. Weißt du, wie er mit den Vampiren in der Stadt verbandelt ist? Naja. Mit dieser Guerrero war nicht so gut. Zumindest sollte ich sie für ihn ausspionieren. Ausspionieren ist gut. Er hat sich
So wie der Dicke in Luft aufgelöst und ich habe mir einen abgestottert, als ich in dieser Kirche stand und irgendwas für ihren Kandidaten fasseln musste. Bruce, ich weiß, dass du mit dem ganzen Theater eigentlich nichts zu tun haben willst. Aber würdest du uns vielleicht trotzdem, du und Anna, würdet ihr uns ein Stück weit unterstützen, wenn wir versuchen, die Machenschaften von der Camarilla, was die Inquisition angeht, aufzudecken? Das waren die Sachen, mit denen ich reden wollte über euch, aber das Anna kann ich nicht garantieren, aber ich würde wirklich gerne, ich kenne hier niemanden. Ich habe keine Ahnung, was diese Benimmregeln sind, ich habe keine Ahnung, was diese Elysien sein sollen, von denen ihr da faselt. Hat es dir Anna nicht erzählt? Anna interessiert sich mehr. Hat mir die Grundlagen erzählt, mehr und nicht. Mehr will ich auch gar nicht wissen. Aber mit ihm, wenn er so weiter agiert, ich kann nicht mit ihm arbeiten. Weil irgendwann bist du nicht da. Dann, ich will das auch gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Stress, aber wenn ich sowas höre, dann, wie kann so jemand so wenig Menschliches mehr nicht haben? Wollt ihr zu diesen Monstern werden? Ich will es nicht. Ich glaube, es wollen die wenigsten. Ah, das hat sich aber nicht danach angehört. Ich sehe, er ist ein ziemlich guter Schauspieler und ein Schnösel vorm Herrn. Ja. Ich glaube, er vielleicht bewegt es ihn im Inneren. Er kann es nicht zeigen oder er will es nicht zeigen. Ich bin mir nicht sicher, dass ihm das so völlig egal ist, wie er tut. Echt? Ich glaube, er hat nur Angst vor John, sein Gesicht zu verlieren. Du schüttelst so den Kopf. Wisst ihr, du hast vollkommen recht. Ich habe keinen Bock auf diese ganze Geheimnistuerei. Ich habe keinen Bock, mich für irgendjemanden das Knie zu beugen und diese Majestätsspielchen mitzuspielen, aber wir müssen da was dran machen. Und wenn diese Guerrero damit zu tun hat, dann kurz oder lang. Du meinst, sie wird in einem Kofferraum über die Stadtgrenze gefahren? Mir ist total egal, was mit ihr passiert, aber wenn das seine Methoden sind, seine Umgangsweise sind, dann ich würde echt gerne mit euch rumlaufen. Ich habe hier niemanden, aber wenn das der Fall ist, dann ich habe Angst davor, wenn es rauskommt und ich ihm sein Gesicht zu Brei schlage oder so und dann was wäre ich dann? Auch nur ein Monster. Ein anderes Monster. Nun ja, Isaiah ist so gesehen nach deiner Definition auch ein Monster. Lieber du lässt es ein Monster aus wie einem Menschen. Ich will es gar nicht auslassen. Ist egal, ich will diese Seite nicht sehen. Ich will dieses innere Ding nicht rauslassen. Und er drückt es auf seine Brust so. Dass danach lächelt es ihm sein Genick zu brechen. Dass danach lächelt es jedem menschlichen Wesen an die Gurgel zu gehen und es auszusaugen. Bis auf den letzten Tropfen. Ich will das alles nicht. Du wirst es nicht rückgängig machen können. Ich kann versuchen, damit zu leben. Das auf jeden Fall. Zaun zu halten. Und es nicht für solche Sackgesichter rauszulassen. Aber du könntest uns, wenn du denkst, dass du die Gegenwart von Isaiah, auch wenn er ein Kotzbrocken ist, für einige Zeit ertragen könntest, dann können wir versuchen, hier in der Stadt Dinge zu ändern. Und danach können wir getrennter Wege gehen, beziehungsweise uns auf eine friedliche Koexistenz in dieser Stadt einigen, ohne großartig was miteinander zu tun haben zu müssen. So haben wir doch, man kann Kontakt suchen, wenn man möchte, aber man muss nicht. Du bist nicht gezwungen, mit Isaiah befreundet zu sein. Es ist auch nicht der Typ, den ich mir als Freund aussuchen würde, aber ich glaube, wir müssen gerade das Beste aus unserer Situation machen und vielleicht auch Bündnisse mit Menschen schließen oder mit Leuten,
schließen, deren Gesellschaft wir normalerweise nicht suchen würden. Und immerhin, er hat mit wesentlich dazu beigetragen, dass wir diese Sache mit dem Bürgermeister gegen Kandidaten unblutig lösen konnten. Ja, Bruce nickt so. Ich komme so ein paar Schritte auf dich zu, aber jetzt nicht wirklich, sondern nicht nahe. Ich kann es zumindest versuchen, aber ich muss ein bisschen. Ich kann dafür nichts versprechen, wenn er nochmal so Scheiße abzieht. Also. Vor allem nicht völlig okay. Ich würde sagen, du gehst am besten nach Hause, weil wir wollen zu dieser Veronica. Und ich glaube, sie hat uns ja bisher noch nicht so wirklich zusammen gesehen. Ja. Ja. Bevor ich das vergesse, ich weiß ja nicht, was ihr noch vorhabt. Sprecht euch ruhig als eure Trüppchen da. Habt ihr vor, in dieses, was der Detektiv Ronan das Elysium? Ja. Es wäre gut, dort endlich mal hinzugehen, ja? Wenn ihr du schaust nach links und rechts. Anna hat gefragt, ob ihr herausfinden könntet, wie diese, sie nannte es, irgendwelche Distrikte eingeteilt sind. Irgendwie ist die Stadt aufgeteilt über Vampire oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die Jagdreviere, ja. Ja. Ronan hat doch gesagt, dass er das weiß. Er schaut so nach, also in Richtung des Motels, ob da gerade so ein Auto nahe kommt. So. Ja, also weil er würde jetzt doch schnell, relativ schnell von den Ventrus wegkommen. weil das klingt so ein bisschen bei dem da oben nach Ventro Piep-Piep-Piep-Vergleich. und da möchte er nicht dran teilhaben. Da wird halt also. Es ist kein Vergleich, wenn ein. Und so das nach 22 Uhr. Ja. also er würde, denke ich, weil er würde schon losfahren und so, also wenn er gesehen hat, wo Bruce überhaupt hinrast, das ist halt fraglich. Ja, wie gesagt. Also, wenn sein Weg ihn da. Ja, dann wirst du wahrscheinlich, also wenn du direkt losgefahren bist, dann bist du wahrscheinlich schon längst an den vorbeigefahren. Na. Weil du bist wesentlich schneller als die beiden zu Fuß. Er kann ja mal einen Gesichtswürfel würfeln, der gute Garo. Wieso? Aber sehr gerne. Dafür hab ich ihn ja. Also, jetzt ohne Scheiß. Schon wieder. Dann. Äußerst freundlich. Dann habe ich mir tatsächlich vorher noch ein Trinkpäckchen besorgt und fahre jetzt da entlang. Mhm. Und das meine ich wörtlich. Ja, würfel mal auf deine Jagd. Jagd-Ronen. Oh, wo stand es denn? Müsste rechts unten da. In ja. Charaktersheet stehen. Hab ich gefunden. Na, ja. So. Ich würde sagen, hier auf der. Difficulty 2 hier in der Gegend. Oh. Tja, da findest du, glaube ich, gerade nichts. Hey. Kannst du Willpower ausgeben? Ja, könnte ich machen. Das waren dann 3 Würfel, ne? Mhm. Nochmal neu. Es sei denn, also die Blutwürfel kannst du nicht neu würfeln. Aber das, ja. Wie viel Hunger hast du gerade? 1, also kannst du 3 neu würfeln, ja. Ja. Na, es hängt da, so. Versuchen wir es mal. Ja. Okay. Dann findest du auf jeden Fall irgendwie so ein
ja, ein anderer Zimmerbewohner, der gerade irgendwie, irgend so ein Trucker, der da irgendwie aus seinem Zimmer gerade kommt. Es ist vor allen Dingen so, ich würde mir auch sonst, wenn dann, wenn es nur ums reine Trinken geht, ich habe auch den Vorteil Iron Gullet, das heißt, ich kann auch einfach von irgendeinem Obdachlosen trinken oder sonst irgendwas. Ja, das, also wie gesagt, das ist hier keine proper Ware. Also Isaiah würde jetzt hier wahrscheinlich nicht großartig was finden, aber da du ja jetzt... Vermutlich. Ja. Und dann würde ich entlangfahren und dann würde ich diesen Weg auch entlangfahren. Ja. Und wie der Zufall des Gesichtswürfels will, in diesem Augenblick fährst du an den beiden vorbei. Der Detektiv weiß es, schaut zu Samantha und schaut so hinter sie, wo der das Auto so näher kommt. Hat er doch gesagt, er kennt den Primogenrat. Ich war ein bisschen abgelenkt, geh dann auf die Straße. Und halt mal immer so. Ich halte an. Ja. Ich zeige das so an so einem Fenster runterkurbeln oder runtermachen. Kurbel. Alles wieder senkrecht? Ja, alles soweit in Ordnung. Du, du sagtest doch, du kennst dich in der Stadt ziemlich gut aus, oder? Mittlerweile, ja. Ich weiß, du hast jetzt natürlich keinen Anlass, das eigentlich zu verraten. Aber weißt du, wem diese, wie heißt das nochmal, Jagdreviere? Ja, die Aufteilung der Stadt. Hey, wie schaust du aus dem Auto raus? Ich würde dann auch zu Bruce gehen, also dazu kommen. Du weißt, wem welcher Teil gehört? Das habe ich mir mal eingezeichnet, ja. Wenn ich jetzt eine Frage zu einem bestimmten Bereich hätte, könntest du mir also sagen, wer da quasi... Was die Bezirke betrifft, ja. Wenn du eine Karte hast, könnte ich sie auch einzeichnen. Bruce holt selber ein bisschen Papier heraus, was er so ein bisschen zusammengefaltet so in seiner Hosentasche immer dabei hat. So einen Kragen, so einen Kugelschreiber und schreibt dir so eine Straße auf, die vermutlich so... Also er hat ja enorm hohe Streetwise, die so... Wahrscheinlich nur so 2-3 Straßen weiter ist da, zu dem Place, also zu dem Ort, wo er halt jetzt wohnt. Mhm. Gibt er dann so diesen Zettel? Würde ich dann dazu schreiben, wo ich da dem mit Wetter zuständig wäre? Also, wem das gehört? Also, kurz. Das war Edos Refugium, wenn du so willst. Hat sonst keiner übernommen. Also, soweit ich weiß, treibt sich da auch nicht die Skillman rum. Also. Ja. Falls es wieder mal Wahlen gibt. Entschuldigung, ich bin schon wieder gemutet gewesen. Ja. Falls es hier mal wieder Wahlen gibt, wer der neue Obermotz werden möchte, dann wird das dem wieder anheimfallen. Aber ansonsten gehört das keinem. Hm. Okay. Danke. Heißt du wirklich Ronin? Ja. Wie die Samurai? Ronin, nicht Ronin. Ah. Der aus Guardians of the Galaxy. Der den Dads auch verloren hat. Okay, dann... Öffne noch mal in seinen Notizblock, schreib was auf. Wenn es mal richtig eng werden sollte. Dabei schaut er noch mal Bruce in die Augen mit so einem wissenden Blick. Zieht dabei beide Brauen hoch. Das ist ein Freund von mir. Da ist es möglich, dass man untertauchen könnte. Ja, nimm den Zettel so entgegen, steck ihn erstmal ein. Achso, und das noch was. Er lehnt sich so ein bisschen ins Fenster rein.
Woher kennst du Jelly? Wir kamen gemeinsam in der Stadt an. Ah. Ich habe ihr geraten, sich so menschlich zu verhalten wie irgendwie möglich. Tja. Und sich von unseresgleichen fernzuhalten. Der prima funktioniert. Das erklärt, warum sie so schnell weggerannt ist. Hat gut funktioniert. Lag übrigens auch wieder an unserem Schnürl. Im Prinzip hat es gut funktioniert, Bruce. Jelly hat es wirklich probiert. Nachdem er sie komplett eingeschüchtert hatte, ja. Ein Rindvieh bleibt ein Rindvieh. Achso, der lehnt sich mal raus und hier, so Richtung Sam die Visitenkarte. Sam nimmt die. Detective O'Connor Investigations. Also, falls ihr was rausfindet oder weil du Sehnsucht hast, er zwinkert einmal. Danke. Aber ich bin aus dem Fenster so. Aber ich meine, wenn du noch nicht rausgefunden hast, warum der Prinz verschwunden ist in einem halben Jahr, ich weiß nicht, wie gut es dann um deine Künste tatsächlich bestellt ist. Hey, ihr seid immerhin sehr viele. Das heißt, die Möglichkeit ist größer, dass einer was aufschnappt. Ich bin erst gerade dabei, mir ein Informationsnetz aufzubauen. Während uns die zweite Inquisition am Arsch hängt, irgend so eine durchgeknallte Nosferatu mit einer Horde Vögeln. Amanda kennt Ronan auch, ja. Ach, Amanda. Ach, ihr was? Kennt euch. Die Vögel? Ja. Wobei Ronan eigentlich gedacht hat, dass Amanda in Starre liegt. Also das ist neu für dich, dass die rumläuft und mit Leuten redet. Oh, ja, kennt ihr die denn? Wer ist das? Schaut sie sehr interessiert zu Sam. Sie hat Angela und mich belauscht. So richtig belauscht? So im Sinne von belauscht? Ah ja, unsichtbar in der Hecke sitzen, während wir uns gerade unterhalten. Jetzt zückt sie ein schwarzes Buch und schreibt sich was auf. Komisch, sehr komisch. Als ich hier ankam, lag die in Starre. Sehr eigenartig. Und sie scheint aber auch auf eigene Rechnung zu arbeiten, statt für den Sheriff. Ach, letztendlich. Arbeitet hier jeder auf eigene Rechnung und die Camarilla ist einfach nur eine große Farce. Ronan übrigens auch gerade neu, diese Info. Schreibt sich doch mal in das schwarze Buch. Lalala. Ich schreibe dir gerade mal was in Skype, glaube ich. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Naja. Weil das ist irgendwie blöd, wenn ich das jetzt hier rausposaune. Ja. Aber Ronan weiß es auf jeden Fall. Oder du schreibst es mir nachher irgendwie. Ja, es ist, glaube ich, jetzt für deine Reaktion, glaube ich, ganz gut. Achso, okay. Ansonsten. Hey, also Bruce, falls es dich tröstet, ich versuche niemanden umzubringen. Zuck mal mit den Schultern, wenn er so im Auto sitzt. Ja, schön. Habe ich noch nicht mal als Leben da gemacht. Das ist ja offensichtlich nicht so der Normalfall. Weißt du, ein guter Freund von mir hat gesagt, du entscheidest jeden Tag aufs Neue, ob du ein Teufel bist oder ein Engel. Was dazwischen gibt es nicht. Mhm. Ja. Das scheint er sicher entschieden zu haben. Ja, er ist Pfarrer. Er schmunzelt ein bisschen. Nun gut. Ja, ich so dachte sich die Notizen und dann auf einmal so stockt er kurz. Moment mal. Amanda macht auf eigene Rechnung, sagst du. Naja, sie hat uns gesagt, dass sie für den Sheriff arbeitet, aber sie hätte gerne auch Informationen über ihn.
Also im Prinzip möchte sie Infos über alle Vampire in der Stadt haben. Schwarzes Buch fliegt wieder raus. Also, ich glaube ja wirklich, die Kamarilla in dieser Stadt ist nur eine riesengroße Farce. Tja, dann wird das ein Fundament, das auf löchrigem Boden errichtet wird, bricht zusammen. Es ist dann nur wichtig, nicht unter dem Gebäude zu stehen, so wenn es ihm auf den Kopf knallt. Ja, deshalb ist es eben eigentlich auch echt wirklich schwierig, wen man vertrauen soll, weil irgendwie Veronica sucht nur ihre gute Freundin Anna und Amanda will uns ja auch helfen. Sie will uns sagen, wo das Elysium ist und will dafür halt Infos von uns. Und jetzt kommst du, der diese Machenschaft mit der zweiten Inquisition aufdecken möchte und eigentlich auch nur unser Freund ist und uns so helfen will. Und hey, klar sind alle Infos kostenlos und ja, was sollen wir tun? Sagen wir einfach, aus deiner Warte ist das völlig klar oder aus eurer. Ich kann nur versuchen, das zu beweisen, wenn ihr da Lust drauf habt. Ganz einfaches Ding. Wenn wir uns nicht über meinen Weg laufen, schade, ich schmutze doch mal ein bisschen, aber dann ist das halt so. Ich bin mit Vertrauen aufgewachsen, wisst ihr, und einem sehr engen Zusammenhalt in einer sehr kleinen Gemeinschaft. Und dann geht er zu den Tremere. Ich hab's überhaupt nicht mit Hierarchie und Etikette und Katzenkühlen und. Wie ist dein Verhältnis zu Jelly? Außer, dass ihr gemeinsam in der Stadt eingekommen seid. Schmutzelt so ein bisschen. Ehrlich gesagt, ich glaube, sie ist unschuldiger als wir alle, auf ihre Art. Ich habe versucht, sie einfach... Vertraut sie dir? Ich denke, ja. Ich habe versucht, sie am Leben zu halten und auf das vorzubereiten, was die kalidische Gesellschaft verlangt. Ich kann mich da... Ich habe den Hintergrund, mich aus sowas rauswinden zu können. Deswegen hasst mein Erzeuger mich und ich hasse ihn, also. Vertraut Jelly dir? Ja. Ich würde sagen, ja. Und ich vertraue ihr. Gut. Sagen wir mal, wir haben uns beide den Arsch schon gerettet, deswegen. Dann würde ich das für mich als Punkt nehmen, dir zu vertrauen. Ist fair. Falls ihr ja. Jelly mal trefft, fragt sie einfach. Kann ich machen. Du weißt ja, wo sie wohnt, ja. Muss eh mal wieder vorbeikommen, nicht, dass die Oma sich die Birne voll wegkifft. THC ist überhaupt nicht gut für Katzen. Nee, ich weiß. Derbe Kater. Ja. Sollen wir aufsprechen. Ich werde dann jetzt meine Runde beenden und das tun, was ich abends immer mache. Wolltest du nicht auch irgendwie Bericht erstatten gehen oder wolltest du? Du solltest ja zuerst, oder nicht, ne? So war doch die Abmachung. Ja, also ursprünglich sollten die ja, hatte ich überlegt, dass die vorgehen, aber ja, das jetzt hat so gesplittert jetzt, ja. Hat, macht es wenig Sinn. Ja. Okay. Ja, wollte Isaiah noch was machen im Raum? Ist gemutet? Ja, sorry, gerade erst gemerkt. Isaiah lässt sich, nachdem der abgedampft ist, der Ron zieht seinen Anzug glatt und zuckt einmal mit den Schultern und setzt sich auf die Couch. Was machen Sam und Bruce noch? Lauft ihr noch irgendwie zusammen irgendwo lang, oder? Ihr müsst noch zur Veronica, oder? Ja. Deshalb würde ich jetzt auch wieder zurück ins Motel gehen. Ich mach das, was ich immer mache. Mich besaufen. Glücklich aussehen. Mich besaufen. Pass auf dich auf. Aber viel Freude noch.
Danke euch auch. Zumindest dir. Freude ist, glaube ich, was anderes. Ja, das legt dir so zu und dann würde er weitergehen. Jetzt wesentlich entspannter als vorher. Okay. Und ja. Ich würde umdrehen und zum Hotel zurücklaufen. Okay, also dann ist Ronan auf jeden Fall ja schneller und wird zuerst in der Kapelle, also in der Kirche ankommen, wo die Guerrero ist. Sei denn, er lässt sich da jetzt Zeit und... Also er hat ja auch noch ein... Er will danach ja auch noch woanders hin, also ja. Und er weiß, wenn er zu lange rumhängt, ist auch nicht gut. Ja. Dann betrittst du wie immer die Kirche. Hallo. Ja, und einer der der dort ansässigen Priester, der da irgendwie gerade, als du reinkamst, irgendwie Kerzen ausgewechselt hat, erkennt dich sofort irgendwie und nickt kurz und läuft dann irgendwie rüber zur Sakristei und ein paar Minuten später kommt Frau Guerrero aus der Sakristei raus. Also bis sie da ist, würde Ronan dann beten. Ja, der ist noch gläubig. Ja, sie trägt heute ein hochgeschlossenes Kostüm. Und hat die Haare wie immer hochgesteckt. Sieht ein bisschen gestresst aus, wenn du deinen Gesichtsausdruck irgendwie deuten solltest. Ah, Ronan. Veronika, Sorgen? Nicht wirklich. Nachwirkungen von der Wahl? Ist doch gut ausgegangen. Ja, mit einem leichten Auflauf. Ich habe sie gefunden. War es schwer? Nicht wirklich. Das dachte ich mir. Sie sind noch recht unvorsichtig. Kann man ihnen vertrauen? Ron überlegt jetzt tatsächlich ganz kurz, wie sich das ihm so einzeln dargestellt hat, zwischen den Leuten untereinander. Sie sind vertrauenswürdig, vertrauen sich aber untereinander nicht. Ist das so? Ja. Hältst du sie für eine gute Ergänzung unserer Gemeinschaft hier in der Stadt? Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass sie nicht vorhaben, Staub aufzuwirbeln. Das ist gut. Also, er schaut mal so quasi im Raum um, naja, nicht mehr, als sie gestern gemacht haben. Ellen hat mir berichtet. Er hatte viel zu tun gestern, hat sich beschwert bei mir. Ah, kann ich mir vorstellen. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass das vielleicht ein bisschen zu offensichtlich war. Ein bisschen zu drüber. Ellen oder Adam? Ellen. Dass das vielleicht ein bisschen zu drüber war. Dass das hier so nicht geschätzt wird. Ja, Ellen hat sich drum gekümmert und das ein bisschen, naja, für die Menschen etwas angenehmer zu machen, dadurch, dass sie wählen dürfen in ein paar Wochen. Ah. Aber diesmal haben wir den Gegenkandidaten im Griff, denke ich. Naja, sorry, beim letzten Mal schien es ja auch gut zu sein, aber gut, wer hätte damit rechnen können? Edu hat es nicht für nötig gehalten, da Maßnahmen zu ergreifen. Ich hingegen denke, bin da etwas weitsichtiger. Naja, Vittoria Dorn neigt ja eher dazu zu träumen. Wir konnten uns das nicht leisten. Es ist in der jetzigen Zeit das Recht nicht mehr.
Aber wir kommen aus dem Wahlkampf nicht raus. Bald wird ein neuer Prinz gewählt werden müssen. Gibt es offizielle Bewerber? Es wird eine interessante Wahl, denke ich. Sonst wen würdest du wählen? Jemand, der die Interessen der Stadt, der Menschen dieser Stadt und der Camarilla vertritt. Und der wäre? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich kenne noch nicht alle. Ich halte mir meine Entscheidung bis zuletzt offen. Wen ich unterstützen würde. Ich denke, Sabra wird für Clan Ventru auf jeden Fall ihren Hut in den Ring schmeißen. Ein Malkavianer-Prinz wäre vielleicht mal eine Abwechslung. Du willst Frank die Stadt überlassen? Naja, dann wäre es auf jeden Fall abenteuerlich. Dann käme ich aus der Arbeit nicht mehr raus. Was ist eigentlich mit Plenara? Er ist zu Besuch hier. Ist aber schon ein längerer Gast, oder? Ja. Sollte ich mich vor ihm in Acht nehmen? Gute Frage. Hast du das Gefühl, du müsstest dich vor ihm in Acht nehmen? Bisher sind wir uns nicht wirklich über den Weg gelaufen. Jedes Mal, wenn er hier war, passieren komische Dinge. War er schon mal hier? Öfters. Import, Export, schon klar. Er kommt und geht. Ich habe gehört, er hat sich hier eine Firma gekauft. Das heißt, er wird auf jeden Fall sehr häufig jetzt dann vermutlich hier sein. Ich werde ein Wörtchen mit ihm reden müssen. Wenn er länger hier bleiben will, muss er sich seinen Posten verdienen. Oder er setzt einen Strohmann ein. Meinst du, so weit reichen seine Beziehungen hier schon, dass er einen Strohmann hat? Zumindest offiziell bestimmt nicht, aber vielleicht will er ja jemanden mitbringen. Wer weiß das schon. Wir müssen sicherstellen, dass Haus und Clan in dieser Stadt keine Macht verliert. Wir sind die, die alles zusammenhalten hier. Wenn du willst, kann ich ja mal ein bisschen meine Fühler ausstrecken, ob irgendwas mit dem Import-Export ganz, ganz komisch läuft. Ich habe ja da einige Jungs. Ich weiß nicht genau, in welcher Fraktion er sich angeschlossen hat, seit die Pyramide gefallen ist. Wenn er länger hier bleibt, wäre es auf jeden Fall gut zu wissen, ob wir ihm vertrauen können oder ob er gegen uns arbeitet. Ja. Ich möchte niemanden in dieser Stadt dulden müssen. Wir haben es gerade geschafft, dass alle an einem Strang ziehen hier. Und dieser Klüngel und diese neuen Vampire in der Stadt machen sowieso alles durcheinander. Glaubst du, Edo kommt nochmal zurück? Wir haben jetzt ein halbes Jahr gewartet. Ich denke, wir haben keinen Anlass dazu, noch länger zu warten. Er hat uns nichts hinterlassen, keine Nachricht, kein gar nichts. Dadurch, dass die zweite Inquisition in der Stadt ist und dass Anna wieder aufgetaucht ist, vielleicht, naja, haben die was mit dazu zusammen mit seinem Verschwinden zu tun. Haben wir einen Überblick, wie viel von ihnen da sind? Von wem? Von der zweiten Inquisition? Ich weiß nicht. Gehören eigentlich irgendwem die Polizeistreitkräfte? Hat sich da jemand für eingesetzt? Der Obhut des Prinzen, aber das wir momentan keinen Prinzen haben.
Würde der neue Prinz die wieder übernehmen oder wären die dauerhaft vakant? Das muss dann der neue Prinz entscheiden. Hast du Ambition? Mich würde es sehr interessieren, ja. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Das Danke. hast du dir mit der Aufgabe verdient. Gerade in Bezug auf, dass die Polizei vielleicht Dinge vom FBI erfährt und wir wissen ja, wie die Kette weitergeht. Wir haben unsere Informanten in der Polizei, das ist richtig. Wenn ich schon hier bleibe, dann will ich es auch richtig machen. Vielleicht hast du an einem Posten Interesse? Willst du Joe vielleicht ablösen als Sheriff? Das wäre eine interessante Aufgabe. Dafür müsste ich Joe erstmal sehen. Das schmunzelt so ein bisschen. Glaub mir, du willst ihn nicht sehen. Das ist kein schöner Anblick. Naja, trotzdem. Es ist Außerdem auch wird nicht er. klug, sich gegen ihn seine Interessen zu stellen. Siehst du? Warten wir vielleicht erstmal die Wahlen ab. Aber Interesse wäre da. Meinst du, der neue Prinz könnte Anstalten machen, ihn von seinem Posten zu entheben? Kommt drauf an, wer es wird. Sind wir doch ehrlich, die meisten vertrauen sich untereinander kein bisschen. Nimmt man dann noch alte Clans-Geschichten dazu? Wir könnten es einfädeln, dass Joe für das Prinzenamt kandidiert, dann wäre der Sheriff wieder vakant. Nosferatu als Prinz wäre auch mal was Neues. Ich weiß nicht, ob das gut wäre für die Stadt. Du weißt, Joe tut nichts ohne eine Gegenleistung. Nichts. Ja, aber es schadet ja nicht, Augen und Ohren aufzuhalten. Und ja, ich bekunde mein Interesse und wir werden dann einfach sehen, wie es sich Ich denke, am entwickelt. einfachsten wäre es, wenn Sabra den Prinzensitz übernimmt. Hast du die in der Tasche? Sabra ist leicht beeinflussbar. Ein Kleingeist. Und sie würde dich auch bestätigen, nehme ich an als Seneschall. Ich denke, ich habe gute Argumente. Zweite Reihe, Hinter dem Stuhl. Ich will nicht in die erste Reihe, Ronan. Ich auch nicht. Klug. Aber ich koordiniere Dinge gern. Danke dir für deine Einschätzung dieser neuen Vampire. Gern. Falls mir irgendwas zu Ohren kommt, gebe ich Informierst weiter. du mich? Natürlich. Gibt es sonst noch etwas, was du mir berichten möchtest? Nein, das wäre es soweit. Wenn du nichts mehr brauchst heute. Nein, ich habe zu tun. Natürlich, viel Spaß beim Aufräumen. Danke. Ja, Abgang lohnen. Ja, ein paar Minuten später, irgendwie vielleicht, seht ihr Ronan noch wegfahren vom Parkplatz, kommt der Klüngel an, inklusive Isaiah. Geht wahrscheinlich Ja, ab. Ja. ich ignoriere ihn völlig und ich gebe nicht zu erkennen, dass ich den schon mal gesehen habe und gehe in die Kirche. Ja. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Der Priester dort holt Frau Guerrero aus der Sakristei. Guten Abend, Miss Guerrero. Guten Abend. Sie haben sicherlich die Zeitung gelesen. Oh, habe ich. Eine sehr interessante Art, das Problem zu lösen. Es gab ein paar Stolpersteine, sagen wir mal.
Nichts Unüberwindbares. Aber der Zeitdruck sorgt nun mal dafür, dass man gelegentlich durchschlagende Maßnahmen ergreifen muss. Ich bin gespannt auf einen ausführlichen Bericht. Was waren die Stolpersteine? Sorry, ich muss Ote nochmal fragen. Hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir ihr von Adam erzählen? Sam? Freunde? Ich glaube, wir hatten das noch nicht. Ich glaube, wir haben gesagt, ja. Also, dass da nicht mit Namen, sondern dass da noch ein Brucher, ja. Da war ein Vampir, der Dass die. das ein Kainit genau auf der Seite vom Gegenkandidaten auch. Also, ich erzähle quasi nur, dass da anscheinend ein. Genau, ein Kainit den anderen Kandidaten unterstützt hat und dass das. Ein Kainit. Wer? Ich kenne ihn nicht. Wie sah er Habe ihn nur mal aus? aus der Entfernung gesehen. Tätowiert. Ich gebe ihr keine Detailbeschreibung von Adam, aber halt so, ja, der ist halt tätowiert oder so. Oder ich weiß nicht, was der Tattoos, ne? Der hatte Tattoos, ja. Der ist tätowiert, kurze Haare. So eine extrem Description. Das erklärt vieles. Dann verstehe ich, dass ihr schnell handeln musstet. Und dass die ganze Sache etwas aus dem Ruder laufen könnte. Ja, Was habt ihr mit dem Kaniten gemacht? wir haben ihn nicht wieder gesehen. Wir haben ihn nur quasi einmal ganz kurz gesehen. Danach haben wir das mit dem Bürgermeister geregelt. Ja, wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Also keinen außerordentlichen Kontakt mit dem Mann gehabt. Würfel mal Manipulation und Subterfuge. Ja, gerne. Wo ist mein, da ist mein. Ist das schlecht? Ich habe vergessen, wie Zwei ich Glücks. Success. Ne? Ah, der schreit schon nach Willenskraft, Möchtest ne? du Willpower einsetzen? Ja, ich möchte Willpower einsetzen. Dann darfst du drei neu würfeln. Ich würfel einfach nochmal drei. Komm schon. Vier insgesamt. Okay. Ja, erzähl weiter. Ja, also ich umreiße eben ganz kurz. Ja, wir hatten gar nicht so viel mit dem zu tun. Das war halt so, wir haben den halt mal so gesehen und haben uns dann so zwei und zwei zusammengezählt und haben dann, war es eigentlich irgendwie großer Konflikt aus und haben dann quasi einfach nur den Bürgermeister dazu ermöglicht, zurückzutreten. So. Und wir haben dafür gesorgt, dass er zurücktritt und ja, dann. Ich verstehe. Und die andere Aufgabe? Wir haben kaum etwas herausfinden können. Wir waren leider sehr unter Zeitdruck mit der Sache mit dem Bürgermeister. Wir halten natürlich gerne weiter die Augen offen, aber ich denke, auch in Anbetracht der großen Hürden, die uns hier entgegenstarten, dürfen wir uns damit das Bleiberecht verdient haben, nicht wahr? In der Tat. Habt ihr schon eine Unterkunft? Ich habe einen kleinen Ort, an dem ich nächtige, aber nichts Ich weiß. Außerordentliches. In meinem Jagdrevier. Ah, das ist bei Ihnen. Es freut mich so sehr, dass Sie mich bei Ihnen aufnehmen, so mit offenen Armen. Keine Ursache. Wir suchen allerdings gerade noch nach etwas Neuem. Ich denke,
Einem Klüngel oder einer neuen Gruppe Vampire steht durchaus ein eigenes Jagdrevier zu. Damit es nicht zu Komplikationen kommt, nicht wahr? Schaut richtig. Das wäre der Idealfall. Ganz in unserem Sinne. Es gibt noch einige vakante Gebiete. Generell wäre es möglich, dass wir eine Karte erhalten mit einem Überblick über. Wir wollen ja niemandem auf die Natürlich. Füße treten. Und auch, wenn es möglich wäre, dass wir bei der nächsten Elysiumsveranstaltung dadurch dazustoßen können. Dazu, dass ihr Bleiberecht habt, werdet ihr auch natürlich zum Elysium eingeladen. Ihr werdet viel zu tun haben in den nächsten paar Tagen. Wir werden wohl einen neuen Prinzen wählen. Wie wundervoll. Ab wann erhält man Stimmrecht? Nun, gibt es eine Mindestbleibezeit? Na, wer Mitglied unserer Gemeinschaft ist, hat Stimmrecht. Wie wundervoll. Und ihr habt es euch verdient. Werdet ihr zur Wahl stehen, Miss Guerrero? Oh nein. Ich denke nicht. Wirklich nicht? Besteht denn die Möglichkeit, die Kandidaten oder die möglichen Kandidaten vorher noch kennenzulernen? Oh, mit Sicherheit. Ihr sollt ja keine Stimme abgeben müssen an jemanden, den ihr nicht kennt. Ich denke, sobald die geeigneten Kandidaten ihren Hut in den Ring schmeißen, werden sie sowieso auf euch zukommen und euch den Himmel auf Erden versprechen für eure Stimme. Könnt ihr denn eine Empfehlung aussprechen? Ich meine, ihr kennt den... Ihr seid mit dem alten Prinzen bekannt gewesen. Ihr kennt diese Stadt. Er war ein guter Prinz, ich denke. Ich weiß noch nicht, wer kandidieren wird. Ich denke, Clan Ventru wird garantiert Interesse daran haben, einen Prinzen zu stellen. Es liegt uns nur mal im Blut. Ich weiß nicht, ob Frau Skillman Interesse am Prinzenamt hat. Eventuell Joe. Der Sheriff, nicht wahr? Mhm. Ich habe heute Informationen bekommen, dass vielleicht sogar ein Malkavianer-Prinz sein könnte. Ich weiß nicht. Es wird sich auf jeden Fall viel verändern. Ihr solltet weise wählen. Kurze rote Frage, Skillman war die Frau, die auf der Wahlparty war? Ja, etwas schrille Frau. Mit der Sam sich so, ja. Mit den großen Hupen, wie Angela so schön gesagt hat. Alles klar. Ich denke, wir werden eine Elysiumsversammlung abhalten und dann wird es zur Vorstellung der Kandidaten kommen. Wie wundervoll. Wir freuen uns schon. Ich denke, nun da zwei weitere Ventru in der Stadt sind, hat Clan Ventru auch eine gute Chance gewählt zu werden. Es gibt auch zwei neue Toreador in der Stadt. Oh, habe ich wahrgenommen, ja. Was für eine erbauliche Sache. Es ist natürlich sehr schade um den alten Prinzen, aber es fasziniert mich wieder, immer wieder in eine Gegend zu kommen, in der die Dinge im Wandel sind. Ich hoffe, dass der Wandel nicht zu groß wird. Dieser Stadt geht es gut und ich hätte es ganz gerne, dass es so bleibt. Oh, ich bin völlig überzeugt davon. Aber ihr müsst zugeben, es hat einen gewissen Reiz, es ist aufregend. Man kann fast das Porn des Bluts in den Adern der Stadt fühlen. Nun kommen wir zum Geschäftlichen. Ich heiße euch als Seneschall und kommissarischer Herrscher dieser Stadt herzlich willkommen und weise euch einen Distrikt zu euer Jagdgebiet. Es ist kein großes Gebiet, es liegt im Vorort dieser Stadt. Aber ich denke, für den Anfang sollte es für euch reichen. Ich würde es begrüßen, wenn ihr euch in diesem Gebiet auf euer Jagdrevier beschränkt.
im Idealfall euch dort aufhaltet, damit man euch dort findet. Lasst mir zukommen, wo man euch findet. Ansonsten hat Alan immer so Probleme, euch nun zu gemeinschaftlichen Veranstaltungen zu rufen. Und Alan kann sehr ungehalten reagieren, wenn sie lange suchen muss. Alan ist... Alan Skillman. Die mit dem... Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit Schwierigkeiten, wenn du nicht Skillman sagst, dann denke ich immer Alan wie A-L-A-N. Ja, und ihr bekommt eine Karte und kriegt halt ein Vorstadtsgebiet zugewiesen. Was ihr jetzt natürlich nicht wisst, weil Bruce euch das nicht gesagt hat, es ist das Gebiet, in dem Bruce sein Haus hat. Und mit dieser Reaktion können wir ganz schön heute den Stream dann auch beenden. Bruce geht schon weg. Ja. Ach komm, das war doch absehbar. Da müssen wir demnächst mal gucken, dass da nicht irgendwelche wilden Vampire rumlaufen und irgendwie Bilder in unserer Gegend. Das geht ja gar nicht. Auch ich will da zurück. Bruce, du darfst allen Vampiren, die in unserem Gebiet wildern, einen aufs Maul geben. Um dich ein bisschen abzureagieren. Ja, gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr viel, war eine interessante Ergänzung der Ronin heute. Das der ist, Ronin, der ist super. Ja. Es hat sich sehr viel aufgestaut und neue Sachen ergeben. Immer wieder cool mit euch zu spielen. Das schwarze Buch wird immer voller. Ich denke, wir werden jetzt zumindest in Time eine kleine Zäsur machen. Vielleicht nicht mehr Tag pro Tag spielen, sondern jetzt mal eine kleine Zeit haben, in der mal nichts passiert, so ein paar Wochen nach vorne springen oder einen Monat oder so. Und dann könnt ihr beim nächsten Mal dann beschreiben, wie ihr diese Zeit genutzt habt, um euch in eurem neuen Revier einzurichten, ob ihr dann mitkriegt, dass Bruce da schon wohnt oder nicht. Das hat sich jetzt mal dahingestellt, das könnt ihr dann irgendwie vielleicht mal besprechen oder so. Und, folgt der Spur aus toten Bikern. Irgendwo läuft ein Stalker rum. Und ich freue mich dann beim nächsten Mal irgendwie da weiterzumachen und dann mal zu schauen, wenn ihr euch im Elysium dann zusammentrefft und die Kandidaten, die vielleicht möchte ja auch einer des Klüngels kandidieren oder so, vielleicht wirft Araiguma für die Ventru noch seinen Hut in den Ring. Natürlich. Andrew hat Interesse an dem Amt. Ja, hat er. Ja. Aber dann müsstet ihr vorher halt auch erstmal mit den jeweiligen anderen eures Clans kommunizieren und dann innerhalb eures Clans Absprachen treffen, wer denn für den Clan kandidiert. Ja. Und ich denke, das haben wir dann beim nächsten Mal. Und freue ich mich schon drauf. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Hat jemand gerade mal Bock, irgendwie zu gucken, wer es ausgehalten hat bis zum Ende? Ja, da hat zugeguckt. Apple bet Apple. So ein Hexwert. Another TV-Viewer, Commander Root, Dollar T-Power, Feuerwehr, die Feuerwehr war da, super. Yobi Essen, aha, ist lecker. Luffelied war da, Lurx, McWimpy, Mr. Reflektor, Percy Kane, Phantom, ganz viele Zahlen, Redpack, Schattenjäger, S-Rave 333 und Steelhammer. Alle waren sie noch da, bis so spät. Ja, Lucky war noch da. Genau, Lucky musste früher gehen, ja. Früher gehen musste, genau. Vielen Dank fürs Zugucken und fürs Kommentieren, falls ihr im Chat war, irgendwie aktiv war. Das war sehr, sehr aktiv heute wieder, fand ich sehr, sehr toll. Danke auch an Phantom 11051 für den Follow und Percy Kane natürlich auch fürs Koala-Kraulen. Ja. Falls ihr das hier später guckt auf YouTube, dann hinterlasst uns unten drunter einen Kommentar und wenn ihr gerade mal dabei seid, könnt ihr, wenn ihr das nicht allzu scheiße fandet, auch einen Daumen hoch drücken. Oh scheiße, jetzt bin ich schon so ein Typ, der das fordert. Cooler YouTuber. Yay. Ja. Kommerz. Genau. Please subscribe and like. Click the bell icon. Ja.
Ihr könnt ja auch, ihr könnt ja mal unten drunter kommentieren, wen ihr denn gerne als Prinzen für die Stadt haben wollen würdet. Ich glaube, das ist ganz einfach. Und warum es Isaiah sein sollte. Ja. Jelly auf jeden Fall. Ja, Thin Blood Prince, genau. Ja. Ja. Dann brechen wirklich neue Zeiten an in der Stadt. Jelly ist momentan noch gar nicht bekannt, dass sie überhaupt da ist. Also ich weiß nicht, ob... Ja, wir wollten Camarella sowieso stürzen. Wenn wir das tun, können wir Jelly gleich auf den Thron heben. Ja, stürzen. Also, jetzt wollen wir nicht voreilig sein jetzt. Ja, und falls ihr nicht genug kriegen könnt von Pen and Paper Rollenspiel, dann schaut ihr mal da oben. Läuft die ganze Zeit die Adresse hoch. Der Nerdpol ist da. Da gibt es einen Eventkalender. Da könnt ihr jeden Tag, fast jeden Tag, gibt es Streams. Heute waren, glaube ich, 5 Pen and Paper Streams, die gleichzeitig liefen. Also da habt ihr mal sehr viel Auswahl. Auch andere Systeme, nicht nur Vampire the Masquerade. Schaut da mal rein. Guckt euch die anderen Sachen an. Da sind richtig, richtig Perlen dabei. Und dann kann ich noch ein bisschen Werbung machen. Ende August gibt es die NerdCon vom Nerdpol, organisiert eine kleine Con in Nordrhein-Westfalen. Falls ihr da Interesse habt, uns mal zu treffen, also ich bin zumindest da und Feramin ist da und Rereon ist da und ich weiß nicht, wie es bei Kako und Araiguma aussieht. Also falls ihr Lust habt, da uns mal zu treffen und mit uns da mal am Tisch eine Runde zu spielen, dann freuen wir uns, meldet euch da an. Alle Infos gibt's auch auf dem Nerdpol, könnt ihr einfach draufklicken, das ist ganz prominent oben verlinkt, auch mit allen Daten und Informationen, wie viel das kostet und so weiter und so fort. Nur ein T-Shirt pro John. Jeder nur ein Kreuz, ja. Ja, und dann frage ich mal, wo sieht man denn Rereon als nächstes Mal? Also auf jeden Fall am 7. bei Klingen der Nacht. Da bin ich dabei. Und am 10., wenn ich es noch richtig im Kopf habe, sieht man mich auch wieder leiten. Hm. Da geht meine Runde weiter, die Transsilvanischen Chroniken. Ja, also falls ihr vom Vampire nicht genug bekommen könnt, dann könnt ihr in die Dark Ages zurückspringen und bevor das alles hier passiert ist. Quasi das Mega-Prequel. Ja, das Prequel zu dieser Runde, genau. Ja. Jetzt wissen wir auch, wer der Erschaffer vom Dicken ist, ja. Den könnt ihr da nachgucken. Ja. Oder wer der Dicke überhaupt ist, das kann ja auch sein. Flottwill. Wir müssen sowas dazwischen anlehnen, das dann The Dicken Chronicles. The Dicken Chronicles, ja. Ja, da sieht man Rere und Kako. Was machst du? Wo bist du das nächste Mal zu sehen? Selber gestreamt wird bei mir am 21. Da geht unsere Starfall-Runde weiter. Ich kann ja auch mal sagen, ich suche momentan noch Leute für eine Runde Mutant Year Zero. Mhm. Da wollte ich einen Abend dazu leiten. Da brauche ich noch so ungefähr 2-3 Spieler. Ja. Ich habe dir letztes welche vorbeigeschickt. Haben die dich kontaktiert? Ja, aber die wollten, dass ich als Spieler damit mache. Die wollten... Also, die haben schon einen Leiter. Ach so, schade. Ich wollte noch was eigenes machen. Mhm. Da suche ich momentan noch Spieler für 2-3 Leute. Wenn da jemand Interesse hat, kann er mich gerne mal privat irgendwie auf dem Nerdpol anschreiben. Oder auf Discord oder wie auch immer. Ja. Gut. Also, wenn ihr Bock habt auf Mutants Year Zero, dann meldet euch beim Kako. Ja, Araiguma, du bist durchaus exklusiv ja von mir eingekauft hier. Ja, genau. Ich habe weiterhin meine Exklusivrechte, meine Seele, mein Gesicht, alles an Kohali verkauft. Ich bin dann wieder in 2 Wochen da. Ja, alles klar. Wenn nicht, darf der Chat dir was in deine Hintergrundgeschichte reinschreiben. Oh Gott. kein Druck. Challenge läuft noch. Das wäre auch mal was, ne? Wenn der Chat deine Hintergrundgeschichte schreibt. Oh Gott. Das kann nur ein Chaos enden. Ein Chaos ist eine Leiter, ihr wisst es ja. Ja, Feramin, wo sieht man dich das nächste Mal? Ich darf am Freitag bei Mischka auch DSA spielen. Ich grüße dann mal hoch in den Norden von dem Weg. Ja. Ich bin auf dem Weg nach Kunchom und grüße dann mal in den Norden zu den Himmelslichtjägern. Siehst du mal. Da musst du aber weit grüßen. Also Kunchom ist ein ziemlich weiter Weg bis nach Friesow nach oben, ja. Man kann ja mal winken. Ja, alles klar. Winken oder lächeln und winken können wir allgemein und sagen damit den Segen der Nacht und tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Ciao, ciao.
So.